schön. So, wir haben 10.03 Uhr. Guten Morgen, liebe Fraktion. Wir beginnen mit unserer Tagesordnung. Und da warte ich jetzt ganz kurz auf den Oliver, dass er mir noch vielleicht die nicht öffentlichen Teile da reinkopiert. Wir waren gestern Abend von Daniel gekommen. Okay, der andere ist ja auch von dir. Dann sag vielleicht kurz was zu den nicht öffentlichen Teilen und dann können wir schauen, ob es da Gegenrede ist. Also im Endeffekt muss da, glaube ich, im öffentlichen Protokoll detailliert gar nicht mehr drinstehen, weil das alles Punkte sind, wo es um Personal geht. Insgesamt beantragt hatte ich 5 Punkte. Die Personaleinstellungen oder Veränderungen halt eben hier in der Fraktion betreffen. 4 davon hatte ich auf einen Zeitaufwand von jeweils, sagen wir, maximal 10 Minuten eingeschätzt und einen, der wahrscheinlich etwas umfangreicher sein wird, von 30 Minuten. Und ich würde euch bitten, den Teilen entsprechend so zuzustimmen. Wären also, wenn ich richtig zusammengerechnet habe, 70 Minuten. Und nach der Regelung, die wir uns also gegeben haben, müssten wir um 11.20 Uhr, glaube ich, dann damit starten spätestens. Richtig? Was? Wieso? Wir haben doch neulich final beschlossen, dass wir die am Ende der... 12.20 Uhr, habe ich gemeint. Sorry. Gibt es Klärungsbedarf oder Einwände gegen diese nicht öffentlichen Teile? Michel? Es tut mir total leid, Jaroslav, dass du das erste Mal so drehen musst. Also, naja. Ich würde darum bitten, dass wir einen Ticken früher anfangen, damit ich das auch mitbekomme, weil ich hatte gefragt, ob es von letzter Woche ein Protokoll gibt. Das scheint es anscheinend nicht zu geben. Mir hat zumindest keiner auf die Frage geantwortet, ob es ein Protokoll gibt. Daraus entnehme ich mal, es ist ein Nein. Und um 13.30 Uhr sind der Grumpy und ich beim Petitionsausschuss mal wieder. Und von daher, ich würde das gerne mitkriegen. Und deswegen würde ich darum bitten, dass wir vielleicht um entweder 10 nach 12 oder 12 mit den nicht öffentlichen Teilen anfangen. Frank? Nein, 12.20 Uhr anfangen, damit wir um 13.30 Uhr fertig sind. So. Ich habe gerade auch eine Info bekommen, dass ich auch um 13.30 Uhr eigentlich schon im Zug sitzen muss. Würde auch darum bitten, das ein bisschen vorzuziehen. Hätte auch die Frage, wenn das 5 Personalpunkte sind, ob da irgendwo eine Info vorher rumgegangen ist, um was es geht. Ich habe keine Info bisher bekommen und wundere mich ein bisschen, weil wir auch mal gesagt haben, dass wir eigentlich vorher eigentlich informiert sein sollten. Oder die Frage informiert sein sollte, um was es geht. Daniel. Ja, sorry Frank, du hast in der Tat recht. Die Mail an die Fraktion habe ich nicht mehr geschickt. Hat schlicht und ergreifend damit zu tun, weil das alles Punkte sind, die aktuell in der Diskussion sind, was die Personalthemen angeht. Also da ist kein einziger Punkt dabei, der irgendwie neu oder sowas ist. Die sind alle in der Diskussion und ich würde gerne mit der Beantragung dieser Punkte erreichen, dass wir in diesen Punkten vorwärts kommen. Ich mache auch kurz darauf aufmerksam, dass wir insgesamt nur 6 Tagesordnungspunkte haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir sowieso eher anfangen, ist relativ groß. Und wir sollten das jetzt vielleicht jetzt nicht tot diskutieren. Frank? Nur noch ganz kurze Nachfrage, ob da auch was beschlossen werden soll oder nur diskutiert werden soll. Was ist deine Idee? Also ich hab keinen Beschlusstext oder sowas vorbereitet. Wenn sich das aber dadurch irgendwie ergibt, wäre es umso schöner. Aber zumindest, dass eine Beschlussvorlage vielleicht vorbereitet wird an der einen oder anderen Stelle. Ich leite die Mail, die ich gestern an den Vorstand geschickt hatte, einmal an die Abgeordneten weiter. Wer also jetzt Zugriff auf irgendein Gerät hat, kann sehen, was damit alles so gemeint ist. Gut, dann lass uns mal zügig weitermachen. Dann fangen wir vielleicht schon eher mit den nicht öffentlichen Teilen an. Gibt es da jetzt noch Gegenrede? Nein, dann ist es so beschlossen. Wir machen diese nicht öffentlichen Teilen. Ich will euch nicht so anstrengen am frühen Morgen, dass ihr so viel die Hand heben müsst. Deshalb habe ich das andersrum gemacht. Wir kommen zu Top 2, Bericht des Vorstandes. Und der beginnt wie... Wo ist er denn? Telefonieren. Der beginnt ausnahmsweise mal nicht mit Ingo, sondern mit Nico. Bitte schön. Ja, da letzte Woche, da jetzt das einerseits Plenum im Mittelpunkt stand, andererseits Personalgeschichten, die auch mit in den nicht öffentlichen
Teil fallen, bleibt von Vorstandsseite aus für den öffentlichen Teil eigentlich in der für die letzte Woche nicht viel zu berichten. Einen Punkt werden wir auch gleich noch weiter behandeln, die Konstituierung oder die Terminplanung für die Arbeitsgruppen, die ansteht. Und natürlich an der Stelle, was die Arbeit im Vorstand und in der Fraktion natürlich jetzt nachhaltig verändern wird und an dieser Stelle auch nochmal betont werden soll, ist, dass Harald uns jetzt hier wieder zu uns zugestoßen ist und jetzt tatkräftig unterstützen wird bei der Vorstandsarbeit. Willkommen zurück, Harald. Und dann würde ich dem Ingo für die Presse das Wort erteilen wollen. Das hat uns auch noch beschäftigt. Ja, bitte, Ingo. Täglich grüßt das Murmeltier. Schönen guten Morgen. Ja, wir sind im Moment dabei, ein Interview anzuleiern für heute Vormittag noch mit WDR zum Thema, was ich glaube ich jetzt noch nicht sagen sollte, zumindest nicht öffentlich im Stream. Aber da läuft was. Dann bereiten wir die Wahlsondersendung vor. Das können wir, glaube ich, sagen. Am Sonntag ist ja kommunal eine EU-Wahl. Da wird Joachim Paul in der Sondersendung des WDRs dabei sein, abends um 22 Uhr, eine halbe Stunde live. Außerdem bereiten wir den NRW-Tag vor. Vielen Dank an alle, die sich in den Standdienstplan eingetragen haben. Wer die Uhrzeiten, die ich verteilt habe, noch nicht gegengecheckt hat, würde ich bitten, das noch nachzuholen. Ansonsten steht das so und sollte auch fix eingehalten werden. Die Kleinigkeiten, Merchandising und so ist bestellt. Die Rückwand wird heute noch bestellt und ansonsten wursteln wir so vor uns hin. Am Ende der Sitzung. Fertig. Ich habe gesagt, ich ziehe das jetzt hier zügig durch, dann fangen wir dann an, wenn wir fertig sind. Gut. So, ja, vielen Dank, Ingo. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 3, Umlaufbeschlüsse, ganz entspannt. Wir haben nämlich zwei erfolgreich abgeschlossene Umlaufbeschlüsse, das heißt, da ist jetzt nichts weiter abzustimmen, sodass wir direkt zu Top Nummer 4 kommen, Terminplanung für die drei GfK-Arbeitsgruppen mit Herrn Lange. Bitte, Michel. Danke. Ich wollte noch was zum Top-2-Bericht des Vorstands sagen. Und zwar habe ich gestern versucht, über das Protokoll der Vorstandssitzung mir einen Überblick zu verschaffen, was ihr da so besprecht. Wie sage ich es vorsichtig? Ihr habt 2 Stunden euch zusammengesetzt und das, was im Protokoll steht, ist etwas dürftig. Da steht zum Beispiel Top Nummer 3, Exkurs Terminfindung Arbeitsgruppen. Da ist der Link zum Doodle. Was ihr da besprochen habt oder ob ihr irgendwas als Ergebnis rausgezogen habt oder so, steht da nicht. Dann Vorbereitung der nächsten Plenarsitzung, da stehen so 3 Punkte. Da steht unter anderem was über eine bestehende Beschlussvorlage zum Thema Wochenendarbeit. Wo ist diese Beschlussvorlage? Mir hilft der Satz, dass Lukas sagt, das brauchen wir nicht in der Fraktionssitzung behandeln, hilft mir nicht, weil ich habe keine Ahnung, was über die Wochenendarbeit besprochen wurde und ich habe auch keine Ahnung, was beschlossen wurde. Das fände ich cool, wenn wir das wissen könnten. Danke. Oliver? Ja, dass da der Top 3 steht, Exkurs, Terminfindung, Arbeitsgruppen, halt liegt daran, dass der Betriebsrat sich angemeldet hatte zum Top-Austausch mit dem Betriebsrat. Wir aber eigentlich um 10.30 Uhr oder so mit der ausnahmsweise, das kommt selten vor, mit der Vorstandssitzung eigentlich fertig waren. Und dann hat Nico seinen Terminkalender rausgeholt und hat gesagt, wir sollten noch mal gucken, wann wir die Termine für die Arbeitsgruppen machen können. Lass uns doch mal gerade machen, deshalb steht das da noch drin. Wir sind tatsächlich die Termine, die wir gleich auch gegebenenfalls hier noch im nächsten Punkt gezeigt bekommen, mal durchgegangen, haben mal geguckt, was denn überhaupt so möglich wäre. Beschlossen oder wirklich
besprochen wurde da nicht viel, deshalb steht da auch nicht viel. Ich hätte auch schreiben können, Pause. Dadurch, dass wir tatsächlich ein bisschen Zeit überbrückt haben, sieht das jetzt auch wirklich weniger aus, als wir da rumsaßen. Sache mit der Wochenendarbeit war eine Frage, ob wir das in die Fraktionssitzung noch mit aufnehmen, weil es das letzte Mal auf der Tagesordnung stand, weil halt der NRW-Tag auf uns zukommt. Und die Frage war ja, haben wir genug MDL, dass die MDL bei dem NRW-Tag teilnehmen können? Haben wir genug MDL oder müssen Fraktionsmitarbeiter an dem NRW-Tag teilnehmen? Also mehr als die von der Pressestelle sowieso eingeplanten. Und wie machen wir das dann mit dem Sonntag? Weil wir für den Sonntag nämlich keine explizite Regelung in den Arbeitsverträgen haben. Wir haben damals wohl ausgeschlossen, dass überhaupt am Sonntag jemand arbeitet, beziehungsweise das aus den Verträgen aus Gründen irgendwie herausgenommen. Wir wollten uns halt überlegen, wie wir das machen und dort auch eine Vorlage erstellen für die Fraktionssitzung letzte Woche. Letzte Woche, allerdings haben wir es auch nicht mehr besprochen. Und die Frage war jetzt, wir gehen normalerweise beim Punkt Vorbereitung der nächsten Fraktionssitzung, die nächste Fraktionssitzung immer durch und gucken einfach nur zu jedem Punkt, alles in Ordnung, in Ordnung, in Ordnung, in Ordnung, müssen wir noch was machen, müssen wir nichts mehr machen und so weiter und so fort. Daniels Punkte waren ja zu dem Zeitpunkt noch nicht drauf. Müssen wir da noch was tun oder sonst wie? Und der Punkt zur Wochenendarbeit wurde daher gestrichen, weil wir nämlich, und jetzt komme ich dazu, wo das steht, unter Top 1 bereits darüber gesprochen haben und es im Grunde schon dann innerhalb des Vorstands, nämlich nicht innerhalb der Fraktionssitzung, für den NRW-Tag deren Regelung gefunden haben, die steht dann in Zeile 42, 43, dass nämlich Ingo und alle anderen, die dann als Fraktionsmitarbeiter zum NRW-Tag kommen, einen 200-prozentigen Ausgleich für den Sonntag erhalten. Das war der endgültige Vorschlag. Wenn er nicht so ganz da steht, dann werden wir das... Werden wir das vielleicht noch mal schöner nachtragen müssen. Das war der Vorschlag, den wir dann auch so angenommen haben und für den wir dann nicht mehr notwendig gefunden haben, in die Fraktionssitzung zu übernehmen. Ich hoffe, damit sind die Fragen soweit beantwortet. Nico hatte sich gemeldet noch oder hat sich das dann erledigt? Michel? Hat sich nicht ganz erledigt, Olli, eine Frage muss ich stellen. Wenn ihr jetzt eine generelle, oder anders, ist das eine generelle Ausgleichsregelung für die Wochenendarbeit? Habe ich das jetzt richtig verstanden oder richtig rausgehört aus deinen Ausführungen? Oder ist das jetzt nur für diesen NRW-Tag? Wäre Frage 1. Und wenn es eine generelle Regelung ist, wäre meine Frage, da wir ja die Betriebsgemeinschaft haben. Gut. Das hätte ja auch der Oliver antworten können. Nein, weil es kann generell reden. Ja, das ist nur meine Frage. Das ist nur eine einmalige Regelung. Und nur für Fraktionsmitarbeiter. Wir sind aber auch keine persönlichen im Einsatz, von daher ist die Frage. Gut, hat sich jetzt, Dietmar hat noch eine Frage, oder nicht? Nicht zu dem Punkt. Egal. Wir sind jetzt bei Top 2. Immer noch. Bericht des Vorstands. Bitte. Auch wenn ich nicht Vorstand bin, ich würde gerne einfach, was die Terminlage, der Ingo hatte ja so ein paar Termine genannt, auf zwei Termine hinweisen, die außer der Reihe sind, weil es sich nämlich hier einmal um eine Sondersitzung des Landesbetriebs, Unterausschusses Landesbetrieb und Sondervermögen handelt, der am Mittwoch, also sprich morgen um 10 Uhr stattfindet, zum Thema Bau- und Liegenschaftsbetrieb. Das Ding kocht ja hoch wegen Bielefeld, insbesondere auch in der Plenarwoche. Und ein weiterer Sondersitzungstermin des Haushalts- und Finanzausschusses am Donnerstag um 11 Uhr, eine Sondersitzung zu einem Thema, welches wir auch letzte Woche in der Aktuellen Stunde hatten, Portigon und Vorstandswechsel. Darauf wollte ich nur noch hingewiesen haben, die Sitzungen sind öffentlich. Gut, vielen Dank. Ich glaube, dann haben wir alles zu Top 2.
Dann können wir jetzt, nachdem ja zu Top 3 nichts zu bereden ist, wieder zu Top 4, die GfK-Planung. Wer möchte was dazu sagen? Nico. Ja, jetzt im Nachgang zu unserer Gesamtfraktionsklausur, wo wir ja letzte Woche die Arbeitsgruppen offiziell so beschlossen haben und auch gesagt haben, dass wir das in einem moderierten Prozess weiterführen wollen, die Diskussion, die wir in Hattingen gestartet haben, geht es jetzt darum, sich auf konkrete Termine zu einigen. Einmal geht es darum, die Zusammensetzung der Gruppe klar zu haben, das heißt eine Konstituierung der Gruppen herbeizuführen und dann möglichst auch schnell in einen Arbeitsprozess zu kommen, in Sitzungsreihenfolge festzulegen, und dafür müssten wir uns dann auch zügig auf die Termine einigen. Da das erfahrungsgemäß schwierig ist, hielt ich es für am effektivsten, das dann zu machen, wenn möglichst alle hier beieinander sind. Ich konnte Herrn Lange kurzfristig dafür gewinnen, dass er heute hier bei uns ist. Herzlich willkommen, Herr Lange. Und ich würde Sie dann bitten, an der Stelle auch dann schon sozusagen den moderierten Prozess aufzunehmen und das auch, diese Terminfindung jetzt mit uns hier gemeinsam durchzuführen. Wenn wir alle in einem Raum sind, geht das, glaube ich, am schnellsten. Ich glaube, jeder hat auch jetzt seine Terminlage vor Augen, und dann können wir das abfragen. Sie haben die Teilnehmer von der Doodle-Umfrage, habe ich Ihnen gegeben. Das war auch eine erfreuliche Beteiligungsquote. Vielen Dank von meiner Seite auch dafür, dass sich da so viele bereit gefunden haben, an dem Prozess mitzuwirken. Ja, dann würde ich an der Stelle an Sie übergeben. Bitte schön. Ja, morgen zusammen. Vielen Dank für die erneut freundliche Aufnahme an dieser Stelle. Ich sehe, wir sind so ein bisschen unter Zeitdruck, beziehungsweise wollen vorankommen mit den Themen. Im Vorfeld habe ich versucht, mit dem Herrn Kern schon mal Terminmöglichkeiten vorzuschattieren, die auch ein Stück weit die Belange der Fraktion und der MDL berücksichtigen, was Ausschusssitzungen und Ähnliches angeht. Das hat das Ganze so ein bisschen ausgedünnt. Wir haben aber einige Termine. Vielleicht zum Vorgehen, war eine Empfehlung von meiner Seite, die bereits ausgesprochen worden ist, bevor wir in die Doodle-Umfrage gegangen sind und auch die Beteiligten genau kannten. Und die lautete, die Entwicklung des Leitbildes aufgrund von arbeitsmethodischen Überlegungen Richtung Ende August anzusiedeln. Grund dafür ist einfach, dass wir, glaube ich, wenn man sich mit dem Leitbild beschäftigt, Verantwortungen, Rollen klar haben sollten und auch einen Verhaltenskodex beschrieben haben sollten, dass beides Elemente, die ein Stück weit natürlich einen Korridor beschreiben für so ein Leitbild. Das wäre also eine inhaltliche Empfehlung, die ich aussprechen würde. Die kombiniert sich zugleich mit einer zweiten Facette, nämlich der Terminfindungsfrage. Ich glaube, wir würden uns die Terminfindung weitgehend erleichtern, wenn wir zunächst mal starten würden mit dem Code of Ethics, der ja durch die Klausur schon mal weit getrieben worden ist, und dem Thema Verantwortung, was ich auch für ein zentrales Moment halte, um dann Ende August in die Leitbildentwicklung einzusteigen, ist keine Rocket Science, die wir da vor uns haben, sodass ich vermuten würde, dass man im September dann den Prozess komplett abgeschlossen hätte. Das berücksichtigt jetzt auch die sitzungsfreie Zeit und auch die Reisepläne, die sowohl bei mir bestehen, als auch, glaube ich, bei den Kollegen hier im Kreis. Also soweit kurz die einführende Rede. Gibt es noch Fragen im Moment? Weil ansonsten würde ich kurz mit Ihnen die Termine anschauen. Ich habe die Doodle-Umfrage netterweise von meinem Kern nochmal ausgedruckt bekommen, mit dem Stand heute Morgen 9.21 Uhr. Weiß nicht, ob sich da noch was geändert hat an dieser Stelle, würde das nicht hoffen. Vielleicht noch ein Hinweis in Ergänzung. Für den Prozess zur Klärung der Verantwortung brauchen wir natürlich die Funktionsträger. Das heißt, beim Thema Verhaltenskodex können wir mehr mit einem Querschnitt arbeiten, aber wer soll, wenn nicht die in aktueller Funktion und Position befindlichen Kollegen, ich hatte das in der Klausur mit dem Herrn
Paul ja mal durchgespielt, oder ich kann den Herrn Kern nehmen oder auch die Frau Brandt. Wer soll, ne, wenn nicht die, zunächst mal beschreiben, was ihre Rolle und Verantwortung ist? Natürlich ein Stück weit personenunabhängig, bezogen auf die Rolle und die Verantwortung, sodass dann auch gegebenenfalls in der Nachfolgezeit alle sich in so einer Beschreibung dann wiederfinden können. Wenn es da keine Fragen im Moment gibt, dann gucken wir mal auf das Flipchart, was wir hier mal vorbereitet haben. Das sind sozusagen die Termine, die wir im Moment als möglich ansehen. Da gehört schon der Mittwoch und der Donnerstag, also sprich morgen, übermorgen dazu. Ich halte das für extrem sportlich. Hier kommen wir aber dem Wunsch, glaube ich, das kann ich sagen, von der Kollegin Schorsch auch nach, ne? Die sich im Vorfeld schon mal Gedanken gemacht hatte über Terminplanung. So habe ich den also der Redlichkeit und meiner Chronistenpflicht folgend nochmal aufgenommen. Tatsächlich könnten wir starten am Freitag, den 6.6. Ich gehe nur mal ganz kurz die Termine durch und dann müssten wir nachher mal fragen, wer hat die Möglichkeiten überhaupt teilzunehmen. Dann wäre möglich Dienstag, der 10. und Mittwoch, der 11.6., wobei der 10.6. Etwa ab 11.30 Uhr starten könnte. Da war so meine Idee, die sage ich gleich. Dann haben wir den Samstag, den 14.6. Müssen wir gucken, ob man sich mit dem Vorschlag dann Freunde macht. Müssen wir schauen. Dann haben wir Montag, Dienstag, 16. und 17.6. Das wäre Sitzungswoche. Ja, müssen wir gleich gucken, Toso, wie wir dann hinkommen. Stell dir mal vor. Ja, ich habe Verfassungskommission, ja, und ESFU-Leitausschuss. Kommt dann auch gleich darauf an, wer in welcher Gruppe ist und wie wir das organisieren. Dann Montag und Dienstag, 23., 24., 6. Dann haben wir den 1.7. noch dazu genommen und wissend, dass das schon die sitzungsfreie Zeit ist, die, glaube ich, am 7. dann anfängt, den 8.7. Also das sind mal zunächst die Termine, die wir im Moment gefunden haben, was die Überlappungen in den Kalendern angeht. Meine Idee war, jetzt komme ich darauf zurück, ob die Kollegen, und da würde ich jetzt ein Stück weit in einen Vorschlag gehen, ist nicht in Stein gemeißelt. Vielleicht zunächst mal die Frage, sind Sie damit einverstanden, wenn wir das Leitbild Richtung Ende August ansiedeln? Da sehe ich im Moment sozusagen eher Zustimmung in der Runde. Herr Marsching? Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ist in diesem Leitbild, also Code of Ethics, ist das mit der Verbindlichkeit als größter Punkt drin. Wie haben Sie das genannt? Minutes of Meeting, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, im Protokoll, ja. Okay, im Protokoll. Wenn ich das richtig gelesen habe, steht das da drin. Wieder, wenn ich mich richtig erinnere, ist das einer der wichtigsten Punkte gewesen auf der GfK, dass wir über diese Verbindlichkeit reden müssen. Ich frage mich, ob das gut ist, wenn wir das jetzt so weit nach hinten schieben, dass wir sagen, wir wollen das erst im August haben. Wäre ein, also wenn darf ich, das hat er falsch verstanden. Ja, dürfte ich, kann ich antworten? Ist das okay? Oder wollten die Kollegen, ich wollte jetzt niemanden vorgreifen. Ja, also der Grundgedanke ist, Herr Marschall, mit dem Thema, was Sie gerade nannten, ich glaube auch, das Thema Verbindlichkeit ist ein zentrales. Das hat zwei Facetten. Die eine Facette ist das, was wir bearbeitet haben im Code of Ethics, also dem, was wir hier als Verhaltenskodex beschrieben haben. Dieses Thema würde ich nicht Ende August sehen, sondern Ende August würde ich das Thema Leitbild sehen. Wer sind wir? Ne, okay, das ist was anderes. Ja, das könnte man thematisch trennen, sodass ich die Verbindlichkeit sogar in zwei Richtungen beschreiben würde, also in Ihrem Hinweis auf die Dringlichkeit und die Wichtigkeit auch nachzukommen. Es müsste und ist schon aufgenommen worden im Rahmen des Code of Ethics, des Verhaltenskodex. Und es wird sicherlich sich niederschlagen müssen in den Beschreibungen von Rollen und Verantwortung. Also von daher hätten wir das, von zwei Seiten könnten wir das in den Griff nehmen. Ja? Wenn es soweit keine weiteren Fragen gibt, dann würde ich einen Vorschlag machen wollen. Ich glaube, der Verhaltenskodex, der Code of Ethics, der ist in der Klausur schon wirklich weit gediehen. Da werden wir sicherlich noch, ich schätze mal, zwei Tage brauchen, um da ins Detail zu gehen und dann auch Luft an die Diskussionen zu lassen. Ich glaube, Sie waren ja dabei, Herr Marsching,
Das ist schon prickelig, was wir da an Themen haben. Und wir sollten dann diese, ich glaube, 9 zentrale Aussagen, die wir im Moment haben, unter Umständen dann auch noch ein bisschen mit Kriterien, Beispielen anfüttern, ne, die wirklich klar machen, was gemeint ist. Und dann war es ja auch tatsächlich eine Idee, das in die Geschäftsordnung einfließen zu lassen. Das sind dann auch Fragen, wo man unter Umständen an so Grenzbereiche kommt. Da muss ich auch vorsichtig sein, was so Rechtsfragen und Geschäftsordnungen angeht. Aber das wäre da so zu behandeln. Das heißt, da glaube ich, da werden wir so mit 2 Tagen vermutlich auskommen. Die entscheidendere Frage wird dann sein, wie kriegen wir das dann in die Mannschaft getragen? Also wo finden wir eine Möglichkeit, das Ergebnis der Arbeitsgruppe gemeinschaftlich zu verarbeiten? Mein Gedanke ist natürlich, so eine Fraktionssitzung zu nutzen. Da müsste man sich aber dann einfach nochmal hier im Kreis unter Umständen darüber unterhalten, wie wir das hinkriegen. Deswegen der Vorschlag, den ich hätte, und damit zugleich eine Frage verbunden, diejenigen, die sich beim Thema Verantwortung nun eingetragen haben, könnten die sich vorstellen, diese 1,5 Tage 10. und 11.06. zu nutzen? Weil da hätten wir 1,5 Tage, um maßgebliche Flöcke in die Erde zu rammen, die dann auch Themen in der Weiterbearbeitung erlauben. Herr Dünger. Ja, ich habe da mal eine Frage. Wir verteilen jetzt gerade schon die Termine. Ich würde mich eigentlich generell über die vorgeschlagenen Termine nochmal unterhalten, weil ich habe da 1-2 Fragen zu. Verständnisfrage erstmal, sind das dann jeweils ganze Tage, über die wir dort reden? Sind das Abschnitte? Also das war eine Frage, ich glaube, mit der Frau Millauer habe ich auch darüber gesprochen. War jetzt nicht sicher, inwieweit das rumgegangen ist. Dann. Ja, es sollten, dann zur Arbeitsweise nochmal an dieser Stelle, es sollten tatsächlich nicht so kleine Häppchen sein, sondern es waren Kollegen, die sagten, nee, wir sollten dann schon diese 1,5 Tage oder einen vollen Tag nach Möglichkeit komplett durcharbeiten. Okay, da hatte ich jetzt einen Wissensnachteil an der Stelle. Dann habe ich ich habe jetzt dann gesehen, wenn wir ganze Tage nehmen, dass da vielfach Dienstage dabei sind, wo wir halt die Fraktionssitzung haben. Okay. Ah, Pfingsten ist dann ja okay. Ja, das ist der 10. Das ist der Pfingstdienstag. Ach, das ist der Pfingstdienstag Ferien. Ja, okay. Also kein. Okay, dann würde ich den soweit rausnehmen. Also ich weiß nicht, wie der Rest das sieht. Ob das hinhaut für uns von unseren Abläufen her. Also meine Erfahrung ist, dass unsere Fraktionssitzungen ja im Regelfall recht voll sind. Und das sehr knapp ist, wenn wir die jetzt irgendwie einfach dann fallen lassen an bestimmten Tagen. Ich mag mich aber auch täuschen. Vielleicht sind wir bis dahin so mega diszipliniert, dass wir auch mit weniger Fraktionssitzungen hinkommen. Allein der Glaube fehlt mir halt. Ja. Zweite Sache noch, oder vielleicht ist das auch schon die dritte. 21., 22., 5., aber das hatten Sie selber ja lange ja gerade auch schon gesagt, halten Sie für recht sportlich. Würde ich auch gerne streichen, also hier sind diverse Anhörungen im Haus in der Woche. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, gleichzeitig dann diese Tagungen zu machen. Ich bin nicht dabei. Ja, ich habe jetzt nicht gezählt, aber wenn du schon so weit bist, sehr schön. Noch ein Hinweis. Ja, ich denke schon, ja. Noch ein Hinweis, die Termine 10., 11.06. und 14.06. Ich möchte nur darauf hinweisen, mir ist das relativ egal, umschließen quasi unsere Fraktionsklausur, die wir geplant haben. Für meinen persönlichen Terminkalender, ich fände es halt kacke, ne, am 10. und 11. hier vielleicht in einem Workshop zu sitzen und danach 2 Tage auf der Fraktionsklausur gebunden zu sein, da würde mir die Zeit für andere Aufgaben dann hier tatsächlich fehlen. Aber das sehen andere vielleicht anders darüber. Ich wollte das nur mal mit in den Raum schmeißen, dass das halt teilweise so ein bisschen sich halt eben mit der Fraktionsklausur überschneidet. Zu den anderen Terminen habe ich jetzt nichts Besonderes gesehen. Fußball-Weltmeisterschaft ist da, aber ansonsten ist alles hier. Herr Kern von Pieber, die habe ich jetzt gesehen, wenn die Reihenfolge recht ist. Danke. Dankeschön. Ja, also erstmal zur Vorgehensweise. Waren das jetzt erstmal mögliche Terminslots? Ich möchte noch darauf hinweisen, obwohl ich davon ausgehe, dass es hier jedem Beteiligten klar ist. Wir haben hier eine anspruchsvolle Aufgabe vor uns, wo auch
vor allem von Mitarbeiterseite gesagt wird, dass wir das jetzt zügig angehen sollen. Das ist definitiv gewünscht und ich halte das auch für valide. Und Ziel war es, noch vor der Sommerpause die Ergebnisse aus Hattingen mitzunehmen und diesen Prozess schon mal ein gutes Stück weiterzutreiben. Deswegen durchaus eine ambitionierte Terminplanung, wobei ich jetzt auch sagen muss, es ist nicht gesagt, dass wir jeden einzelnen dieser Termine brauchen werden. Deswegen erstmal eine Variation von Terminen dargestellt. Und das heißt auch in deinem Fall explizit wahrscheinlich nicht, dass du Dienstag, den 10., Mittwoch, den 11. und Samstag, den 14.06. in irgendwelchen Workshop-Räumen verbringen wirst. Denn es ist unwahrscheinlich, aber es ist unwahrscheinlich, dass es auf irgendjemanden zutrifft, weil es ja unterschiedliche Arbeitsgruppen sein werden. Das sind die Termine, die allen Arbeitsgruppen, jetzt wahrscheinlich den zwei Arbeitsgruppen, zur Verfügung stehen. Die dritte Arbeitsgruppe haben wir jetzt auf Ende August verschoben, aber es ist trotzdem sportlich. Und ich sage mal so, Mittwoch, Donnerstag diese Woche wird wahrscheinlich unrealistisch zustande kommen. Aber sollte es so sein, die Arbeitsgruppe Code of Ethics ist die mit den kleinsten Teilnehmern. Wenn da alle dabei sind, weil sie keine Ausschusssitzung haben, weil sie keine Anhörung haben, halte ich auch nichts dagegen, wenn sich jetzt hier die Leute melden und sagen, hey, das klappt bei uns, können wir sofort mit dem Termin beginnen. Dagegen hätte ich nichts. Sollte er nicht zustande kommen, aus naheliegenden Gründen, wäre das auch akzeptabel. Aber deswegen... Sie wurden einfach mal aufgenommen, gucken, ob die Interessierten an den Terminen können und dann schauen wir weiter. Ja. Also, erstmal vielen Dank, Herr Düngel, für die Hinweise. Auch Herr Kern, ja, das wird sich ein Stück weit verteilen. Ne? Die Klausur, auf die Sie hingewiesen haben, das waren eben die Termine, die ich eben nannte, wo wir versucht haben, Rücksicht zu nehmen, was dann tatsächlich natürlich den Variantenreichtum ein Stück weit einschränkt. Das ist so die Frage, die Frau Pieper. Zum 24. und zum 1. Das eine ist ein Antragsdienstag, das heißt, wir müssen in irgendeiner Form eine Fraktionssitzung machen. Also der 24. ist der Antragsdienstag, da müssen wir irgendwie vorher eine Fraktionssitzung machen, das lässt sich nicht ändern. Und der 1.7. Ist der Tag vor Plenum, wo wir im Normalfall auch die Redeliste durchgehen. Also in irgendeiner Form müssen wir auf jeden Fall im Vorfeld dann möglicherweise hier eine Fraktionssitzung machen. Ja. Kurse und Herr Düngel. Ja, vielen Dank. Der Marsching. Also ich kann das völlig verstehen, dass man jetzt zügig da zu Terminen kommen möchte. Punkt ist halt aber einfach nur, wir haben ja schon Termine, auf die wir halt keinen Einfluss haben als MDL. Und da werden wir, glaube ich, in erster Linie teilnehmen müssen, egal wie gerne wir uns auch hier weiter mit uns selbst beschäftigen möchten. Wenn ich irgendeine Kommission oder irgendeinen Ausschuss zu bespielen habe, dann ist das eigentlich meine Hauptaufgabe. Ne? Von daher müsste man das mal einfach bitte von den Terminvorstellungen da abgleichen. Und ich glaube, dann diskutieren wir nicht mehr über so ganz viele Termine. Zum nächsten hatten wir eigentlich mal gesagt, dass wir genau diese sitzungsfreien bzw. die Ferienzeiten, also was jetzt Pfingsten zum Beispiel angeht, eben nicht mit Fraktionsterminen bespielen, aus Rücksichtnahme auf Familie. Und das ist für mich ein Teil der Verbindlichkeit, das dürfen wir dann vielleicht mal von Anfang an auch leben in dieser Verbindlichkeit. Dann hat sich der Herr Düngel gemeldet und der Herr Marsching. Ja, also es bleibt im Prinzip noch nach wie vor bei meinem Einwurf, ob wir tatsächlich die Dienstage dafür nehmen wollen. Moni hatte ja jetzt gerade noch gesagt, auch mit Antragsdienstag und Dienstag vor Plenum. Wenn wir die Termine festsetzen, würde es ja bedeuten, es werden halt eine Teilmenge aus unserer Fraktion werden halt in dieser Arbeitsgruppe dann sein. Die Fraktionssitzung könnte trotzdem stattfinden, aber wir sollten uns darüber verständigen, was wir wollen. Also findet dann eine Fraktionssitzung statt, obwohl die Arbeitsgruppe tagt, sagen wir die Fraktionssitzung an den Tagen ab. Also ich möchte nur, dass wir uns darüber verständigen. Ich bin da ganz offen, wenn wir sagen, das ist uns halt eben wichtiger, dann lass uns das meinetwegen tun. Ich sehe aber Schwierigkeiten darin, die Fraktionssitzung dafür tatsächlich fallen zu lassen. Wir können aber genauso gut sagen, wir machen das halt an den Dienstagen, die da vorne stehen, halt erst ab 13.30 Uhr in den Arbeitsgruppen. Das ist mir völlig, völlig Wumpe, sag ich mal. Ja, schon mal ein Vorschlag. Ne? Aber Fraktionssitzung ausfallen lassen, also aus dem Bauch heraus, sage ich, wird das irgendwie nicht hinhauen. Okay.
Also wichtig sind die Fraktionssitzungen, das ist der eine Punkt. Den Herrn Marsching habe ich hier noch auf der Liste und den Herrn Bayer. Ja, ganz kurz was zum Code of Ethics und den Termin morgen übermorgen, Nico. Von den drei MDL, die sich eingetragen haben, sind zwei, Dietmar und ich, die wir beide am Donnerstag zwei Anhörungen im HFA haben. Code of Ethics, Mittwoch, Donnerstag, jetzt geht nicht. Ja. Nico hatte vorgeschlagen, ihn doch wieder ganz. Wenn sich alle einig wären. Ja. Wenn es klappen sollte, aber ich habe mich auch schon gestrichen. Wir waren beide, auch der Herr Kern, aber wenn es klappen könnte, wäre super. Ich habe mir die Tage frei geblockt, habe aber im Moment die Möglichkeit, mich auch anders zu beschäftigen an diesen Stellen. Das ist eine ganz glückliche Lage, dass ich konzeptionelle Arbeiten da mache. Dann lass uns das doch durchgehen. Den Herrn Bayer wollte ich gerade noch kurz hören und dann müssen wir noch mal durchgehen, Frau Bieber. Folge ich an Ihrem Vorschlag. Ich glaube, der Vorschlag steht im Raum, ob man die Dienstage erstmal weglässt. Und ansonsten, oder stand im Raum, wenn man jetzt gleich durchgeht, und ansonsten Hinweis, es gibt ja Leute, die haben sich gar nicht für die beiden ersten Verantwortungen Verhaltenskodex eingetragen, sondern maximal fürs Leitbild, haben dann auch keine Gefahr, dass sie halt dann jetzt einen Termin haben, wo sie nicht können. Okay, dann würde ich dem Hinweis von der Frau Pieper nochmal folgen, ne? Herr Dünger. Ja, Olli, danke für den Hinweis, das betrifft mich in der Tat. Ich bin dann erst im August dran. Es tut mir wahnsinnig leid, ich versuche manchmal für andere halt eben mitzudenken und euch darauf hinzuweisen. Der 16. Juni übrigens, da spielt um 18 Uhr Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland gegen Portugal. Ich weiß nicht, ob wir das unseren Mitarbeitern antun wollen und dann zum Beispiel an dem Tag den Termin festhalten oder ob wir das berücksichtigen wollen und diesen Arbeitsgruppe entsprechend frühzeitig beenden. Bitte? Wir haben ja noch keine Gruppen festgelegt. Ich gehe jetzt nur gerade die Termine durch. In meinem Terminkalender stehen so viele tolle Hinweise. Aber also Herr Dünger, nochmal vielen Dank für die Hinweise, auch die Sensibilisierung für die Themen. Ich stoße mittlerweile auch auf die Kollegen, die sich die Fußballtermine in die Kalender eingetragen haben. Das ist offensichtlich ein wichtiges Thema. Sicher, ja klar. Ja, nicht für jeden, aber ne, für den einen oder anderen. Aber die vielleicht vor. Aber ich versuche mal, die Vorschläge aufzufassen und stelle mal eine Frage der Frau Pieper nochmal folgen. Die sagt, lass mal durchgehen. Wenn man sagen würde, der Dienstag, der 10., den starten wir nicht um 11:30 Uhr, sondern würden sagen um 14 Uhr. Dann verstehe ich ja richtig, dann hätten wir die Fraktionssitzung in Anführungszeichen gerettet. Da ist Pfingsten, da ist eh keine Fraktionssitzung. Ja, wäre noch besser, da können wir ja morgens anfangen. Der 10. ist so. Der Einwand war? Jetzt, Moment, dann lass mal konkreter werden, Herr Marsching. Dann würde ich Folgendes fragen. Also, dann würde ich Folgendes. Bitte, Herr Soso, sag nochmal. Ja, das ist genau das mit der Verbindlichkeit. Wir haben extra gesagt, dass wir Schulferien genau. Wir haben gesagt, dass wir an Schulferien keine Fraktionssitzung machen, als Textbeschluss. Im Geiste haben wir aber gesagt, wir machen da keine Fraktionsveranstaltung. Weil wir halt Rücksicht nehmen auf Menschen mit Familie. Das haben wir mehrfach inzwischen diskutiert und wir sind immer wieder zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Und wenn wir uns jetzt über Verbindlichkeit unterhalten wollen, dann finde ich, dass so eine Beschlusslage bitte auch verbindlich bleiben darf und nicht genau dafür umgekippt wird. Also das würde bedeuten, da können wir ja auch drüber befinden, der Termin 10.11., den müssten wir streichen. Ist das richtig? Meine Damen und Herren. Den 10. müssten wir streichen. Den 10. Genau, den 10. Streichen. Aber. Nein, den 11. auch. Das ist Pfingstferien. Nein. Nee, nur der Dienstag ist Pfingstferien. Also, da geht es halt auch um Betreuung. Ja, ja. Also, wenn wir das so machen würden, dann könnte man ja sagen, wir hätten den. Sollen wir den 10. streichen, um dem Argument von Toso zu folgen? Ja. Ja. Dann streichen wir den. Der 11. gilt. In den Ferien. Schulferien. Und der Dienstag ist halt ein Schulferientag. Der Mittwoch nicht. Ja, und ne, bei mir im Kalender ist nämlich nur der Montag noch frei. Ich muss Dienstag arbeiten, aber die Kinder haben tatsächlich den Dienstag frei. Haben Sie recht?
Nee, genau, so kriege ich noch meiner Tochter. Also von daher, dann wäre ja die Frage, könnten wir den 11.06. nutzen? Ja. Herr Frau. Könnten wir den 11.06. Welcher Gruppe bist du denn? Verantwortung. Ach so. Könnten wir am 11.06. mit dem Code of Ethics starten? Klar. 11.06. Code of Ethics. Kodex. Code Verhaltenskodex. Einfach Kodex als Gleichbank. Kodex, 11. COE schlägt. 11.06. Wie sieht das für die Kollegen Verantwortung am 6.06. aus? Gut. 6.06. Verantwortung? Nein. Gut. Ja, habe ich schon zwei Termine. Also nicht. 6.06. Nein? 6.06. Okay. Frage: Können die Kollegen vom Kodex am 6.06.? Dann hätten wir sozusagen zwei Tage für den Kodex. Geht nicht. Okay. Ab 12. Sind wir beim 6.06. Verantwortung? Oder? Ich könnte um 15 Uhr hier sein. Ah, das hilft ja nichts. Also, außer Nachtschicht, ne? Aber da. Ja, aber vielleicht gucken wir mal auf diejenigen, die auch an der Gruppe mitmachen. Wir gucken mal, genau. Also, dann Samstag, 14.06. Verantwortung. Also ich dachte, kann ich was dazu sagen? Also ich muss dazu sagen, das mag komisch klingen, aber wenn ich von Donnerstagmorgen bis Freitagabend weg bin, ich muss dann einfach auch einen Tag haben. Ich kann nicht Samstagmorgen hier schon wieder auflaufen. Tut mir leid. Ja, also das mache ich einfach nicht mehr. Also ne, wenn das nicht klappt, guck mal. Dann, ich bin jetzt bei Verantwortung. Geht da Montag 16. und Dienstag 17. Was, auch am Dienstag? Herr Kern. Ja, es ist halt entweder Sitzung oder sitzungsfrei. Das ist, bedingt sich so ein bisschen. Frau Danzmann? Was ist denn mit dem 18.06.? Also, kurze Antwort vielleicht. Können wir einfach, darf ich weitergehen und mal gucken, ob wir nicht einsuchen? Ulrike, wir machen das gerade. Wir machen das halt nur an den MDL an der Stelle fest. Wir machen das nicht so fest, wie du das jetzt im Hinterkopf denke ich, ich interpretiere das jetzt mal, dass du sagst, wir nehmen alle, sowohl Mitarbeiter als auch MDL, und treffen da quasi so eine Mehrheitsentscheidung. Doch, wir haben jetzt nach den Gruppen geschaut. Wir haben ja am 11.06. schon Kodex die Gruppe festgelegt. Und die nächste Gruppe wäre jetzt diese Gruppe mit Verantwortung. Wir haben keine 5 MDL da drin, sondern 5 insgesamt. Und wir haben das bis jetzt nur an den MDL festgemacht. Also Verantwortung haben wir 13 tatsächlich. Herr Marsching. Also vielleicht kriegen wir das so hin, dass wir sagen, Verantwortung, das sind, wenn ich das richtig lese, Kai, Monika, Toso, der Nico und der Joachim. Das sind die, die sich dafür eingetragen haben. Also es nützt mir jetzt nichts, da bin ich ganz ehrlich, wenn andere Leute, die da gar nicht eingetragen sind, plötzlich reinrufen, da kann ich nicht. Ja, das hat der Lange ja gerade genauso moderiert. Also lasst uns bitte auch auf diese 5 Leute gucken. In der anderen Gruppe sind übrigens Dietmar, die Simone und meine Wenigkeit. Genau, wir haben das gemacht, mach ich. Das ist gerade nicht passiert. Doch, das ist gerade so passiert. Ich habe
Ja, also vielleicht nochmal zurückzukommen auf den Montag und den Dienstag. Ne? Da war ja gerade der Hinweis, da sind Sitzungen, ja. Also wir werden, wie der Kern das gerade sagte, ohnehin immer in Konflikt kommen. Da bin ich schon überzeugt. Entweder mit der Nicht-Sitzung, also mit der Sitzung zwei. Wir gehen jetzt, Michelle, könnt ihr bitte aufhören? Bitte. So, deswegen nochmal meine Frage an dieser Stelle. Montag, ne, der 16., Dienstag, der 17.06. Diejenigen, die in der Gruppe Verantwortung sind, die gerade ja nochmal genannt worden sind, die hier auch in der Doodle-Liste stehen, könnten die an beiden oder sogar an einem Tag, idealerweise wären beide Tage, wenn der 17., 16. Fraktion ist, müssten wir dann wieder um 14 Uhr starten. Ich halte diese Verantwortungsgruppe herausfordernd, dass es sich anbieten würde, mit anderthalb Tagen zu starten. Dann kriegt man da wirklich schon einen Flock eingetrieben und kann dann in fortgesetzte Arbeit, aber also in Einzelarbeit und Abstimmungen, das Thema vorantreiben. Und mir wäre es wichtig, auch wenn der Toso jetzt nochmal den Kopf schüttelt, aus meiner Warte wäre es bei dem Thema Verantwortung wichtig, dass wir zum einen die Funktionsträger an Bord haben, also das ist zum einen die Truppe Vorstand und was da ne, sich drunter tummelt, in Anführungszeichen, und dann bräuchten wir einen Repräsentanten aus der Mannschaft der persönlichen Mitarbeiter, vielleicht auch zwei, und ein oder zwei Repräsentanten aus den Reihen der Referenten. Denn der Prozess zur Klärung der Verantwortung versucht ja gerade dort Verantwortungen und Rollen in Bezug auf diese Funktionen und Positionen zu beschreiben, sodass, Toso, wenn wir da auf sie verzichten könnten und jemand anderen reinnehmen könnten, können wir nicht mal den 23., 24. erst abfragen, ob wir da nicht, also da ist ja... Ja, aber ganz kurz, sonst ne, könnten wir den 16., 17. nehmen, nochmal diejenigen gefragt, die bei Verantwortung dabei sind. Klappt nicht. Ich darf trotzdem was sagen, ne? Sonst sage ich, ich bin auch in der Gruppe drin. Verschuldet. Also ganz offensichtlich, es hieß ja, war ja diese Parole ausgegeben, jeder MDL darf nur oder jeder darf nur in eine Gruppe. Insbesondere war eins der Argumente aus terminlichen Überschneidungsgründen. Jetzt kristallisiert sich so langsam heraus, keine der Gruppen findet irgendwie parallel statt. Wenn ich das, also zumindest, ne, was den Mittwoch, den 11.06. angeht. Ja. Es kristallisiert sich auch für den 16. und 17. so heraus, dass keine der Gruppen parallel läuft. Dementsprechend, ich habe das von vornherein nicht so ganz verstanden, warum jetzt hier nur eine Gruppe ist. Zumal Code of Ethics sind wir schon ziemlich weit, wird wahrscheinlich relativ schnell abgefrühstückt sein. Gut, ist auch schön. Andererseits ist der 17.06. möglicherweise ein Termin für eine Vorstandswahl, nur mal so ganz nebenbei. Weil ich habe mir den Kalender mal angeguckt, wenn es nämlich nicht der 27. Mai ist, dann wird es wahrscheinlich der 17.06. sein. Also da bin ich dann vor dem Hintergrund auch nochmal offen zu lassen, denn diese Diskussion haben wir im Rahmen der Tagesordnung auch noch, nämlich am Ende, sodass wir den 17.06. meines Erachtens noch offen lassen müssen. Es wäre nämlich der 17.06. tatsächlich, wenn ihr euch den Kalender mal anguckt, unter Berücksichtigung der sitzungsfreien Zeit, Plenarwoche und so weiter und so fort, ein möglicher Termin für eine Vorstandswahl. Danke. Dann mein Vorschlag, einfach mal an Kern vielleicht oder weitergehen. Ich habe gerade gesagt, Fraktionssitzung ist gar nicht tangiert. Ja, aber also es scheint ja, dass der 16., 17. nicht so richtig gut, ich gehe jetzt mal einfach durch, geht, ne, und folge wieder dem Ruf der Frau, von der Frau Pieper, in der Hoffnung, wir können Toso dabei behalten. Ne? Das verzweifelt er noch. Was ist mit dem 23. und 24.? 24. geht nicht. Was wäre mit dem 23. für Verantwortung? 23. für die Verantwortung. Dann schlagen wir dazu, auch wenn der Paul jetzt nicht da ist, im Zweifel müssen wir den versuchen zu verhaften. Also ich kann dann nachmittags nicht, aber ich denke, dann ist das halt so. Ja, dann sollen wir den 23. nehmen für Verantwortung. Okay. 23.06. ja. Können wir gleich besprechen. Also den 23. für Verantwortung. Dann
Dann haben wir die nächste. Okay, dann gehen wir, dann wäre mein Vorschlag, gehen wir weiter. 1.7. Verantwortung, ginge das? Super. 1.7. Verantwortung. Kriegen wir das hin? Nach der Fraktionssitzung. Das wäre dann ein halber Tag nochmal nach der Fraktionssitzung. Wir können ja mal überlegen, wie lange wir dann arbeiten. Der 1.7. geht nicht. Wegen okay. Redenschreiben und sowas, das dann meistens da noch ansteht. Aber wir könnten zumindest den Auftakt, den wir am 23. machen, am 1.7. nochmal rund machen. Mit der Verantwortungsgruppe. Ey, wenn ich da... Also es ist nicht meine Gruppe, ja, ich sag, darf ich mal was sagen? Also das lässt sich gar nicht abschätzen, muss ich sagen. Also wenn ich eine Rede habe in der Plenarphase, ja, kann ich das. Wenn ich vier habe, dann ist das einfach gelaufen. Und ich glaube, das kann im Moment keiner von uns abschätzen, ob das an diesem Tag... Dann müssen wir gucken, also mein Vorschlag ist, dann müssen wir gucken, wie wir zur Rande kommen. Es gibt auch Möglichkeiten, dann die Kollegen, wenn wir hier den Auftakt machen am 23., gibt es auch die Gelegenheit, entweder durch mich oder durch Kollegen die Einbindung zu gewährleisten. Und wir werden vom 23. aus ohnehin in Einzelarbeiten und teilweise in Abstimmungsprozessen nochmal an Aufgaben, Schnittstellen und dem, was der Prozess so bereithält, arbeiten. Also von daher, wenn wir den 1.7. nachmittags nehmen können, wenn ich das richtig verstanden habe, 14 bis 18 Uhr etwa, dann haben wir schon viel gewonnen, denke ich. Und was ist mit Politik? Die bereiten wir nicht vor. Okay. Dann? Ich hätte noch mal kurz eine Frage. Ja. Wie viele Tage hat das den Kodex vorgesehen? Weil ich meine, wenn wir um 11.06. den Kodex arbeiten und dann irgendwann im Juli da wieder zurückkommen, also da ist meine Rede immer, ein Tod müssen wir sterben. Ne? Also da komme ich nochmal zurück zu meinem Kern. Also im Sinne von, ne? Wir haben eine Terminplanung gemacht, Herr Krupp, Hochdruck. Ne? Weil das war so mein Bild, Scharren mit den Hufen. Also da war eine Reihe von Leuten, die wollten ja auch loslegen. Das sind im Moment die Alternativen, die wir haben. Ne? Im Zweifel muss man dann nochmal gucken, ob wir den Kollegen Oberst und Bink nochmal einbauen können, aber das sind im Moment die, wo wir alle zusammenkommen können. Das wäre sozusagen der Vorschlag. Die Frage wäre nämlich jetzt, der 8.7., ginge der denn für die Kodex-Truppe? Kodex-Gruppe. Kodex. Nicht Verantwortung, Kodex. Bleibt bei der grundsätzlichen Verbindlichkeit, dass wir innerhalb der Ferienzeit das nicht tun sollen. Ja, das ist volle Ferien. Da geht es nicht um die Kurse nicht zu tun, sondern das ist einfach, wir müssen uns worauf wir uns geeinigt haben. Ich bin da auch nicht einverstanden, dass wir uns darauf geeinigt haben, aber wir haben uns darauf geeinigt. Und das nennt man eine Verbindlichkeit, sich dann zu halten. Ja. Das ist noch nicht festgestellt. Ja, aber wir klären das, indem wir es erstmal auf den Schmeiß. Das ist eine großartige Herangehensweise. Ja, also mein Hinweis in der Richtung wäre ja tatsächlich folgender. Wenn niemand betroffen ist von dem Punkt, den die Regelung regelt, meine ich, könnte man es machen. Im umgekehrten Falle würde die Regelung greifen, wenn Leute dabei sind, die von dem Punkt betroffen sind, also Kinderbetreuung und den Anlässen, die zu der Regelung geführt haben. Aber das ist Ihr Thema, da möchte ich mich gerne raushalten, das müssten Sie miteinander besprechen, ob wir den 8.7. drin lassen, nochmal für die Frage Verhaltenskodex, denn ich habe verstanden, Verantwortung geht da nicht. Oder können wir den für Verantwortung nehmen? Ich bin in der Kodexgruppe, ich kann am 8. Wer kann? Sorry. Ja, ich kann auch sicher auch am 8. Kodex. Das heißt, wir fragen jetzt dann auch die Mitarbeiter, die in diesen Gruppen sind, die dafür in Frage kommen für den 8.7. Weil wir haben ja jetzt gerade gesagt, wenn alle damit einverstanden sind, dann können wir den Ferientermin nehmen. Also jetzt verstehe ich, Herr Düngel, ja, ne, dem Hinweis vom Toso folgend, ne,
müssten wir prüfen, ob, wenn wir den 8.7. für Kodex nehmen, jemand aus den angemeldeten Teilnehmern durch den Punkt Ferienbetreuung betroffen ist. Ja. Das ist richtig. Das müssten wir prüfen. Aber dann könnten wir doch den 8.7. zunächst mal für den Verhaltenskodex nehmen, richtig? Spricht da was gegen? Oh, eben mit einer Pause. Und der Rollenbund hat sich da auch eingetragen. In der Hoffnung, dass wir, na, wir haben jetzt tatsächlich für beide Themen, die wir zügig angehen wollen, zwei Termine. Aus meiner Erfahrung heraus würde ich folgenden Vorschlag machen. Wenn wir zum Thema Verhaltenskodex am 11.06. zusammenkommen, gucken wir am Abend gemeinsam mit den Anwesenden in die Kalender und schauen, wann wir weiterarbeiten. Entweder klappt das vor den Ferien, ne? Das würde der Hochdrucklogik weiterfolgen, wir wollen da auch schnell in Umsatz kommen, oder man müsste dann tatsächlich in die Zeit nach den Ferien gehen. Das Gleiche würde ich machen mit der Truppe Verantwortung, die sich dann am 23. trifft. Auch da wäre meine Empfehlung, dann am Abend gemeinsam in die Kalender zu gucken und zu schauen, wann kriegen wir den Folgetermin, 1.7. haben wir ja, aber gegebenenfalls darüber hinaus noch einen dritten Termin hin. Also das ist so erfahrungsgemäß eigentlich ein Vorgehen, das ganz gut ist, wenn die Leute am Tisch sitzen, man holt die Kalender raus, dann kann man gemeinsam entscheiden, wer muss unbedingt, ne, wer sagt unter Umständen, dann verzichte ich unter bestimmten Bedingungen der Einbindung, denn das sollten wir garantieren können über die Protokollierung und auch über meine Mitwirkung wie über die Kollegen. Wären Sie damit einverstanden soweit? Also ich wiederhole nochmal ganz kurz, 11.06. der Mittwoch für den Verhaltenskodex die Gruppe, 23.06. und 1.07. für die Gruppe Verantwortung, Prozessbeklärung der Verantwortung und der 8.07. für den Verhaltenskodex. Weitere Absprachen dann in den Gruppen. Und dann wäre für mich noch die Frage, wie gehen wir mit der Information aller Beteiligten jetzt um? Das ist ja nochmal ein Punkt, wir sind nicht vollständig hier, müssen jetzt darauf hoffen, dass die Kollegen, die da mit auf der Liste stehen, zu diesen Terminen können. Herr Kern, darf ich Sie da ansprechen? Dann würden Sie sozusagen informieren an dieser Stelle. Okay. Jetzt sehe ich, die Frau Brandt macht sich schon bereit, um das, den Flieger runterzubringen. Jetzt muss ich fragen, Herr Dosso, können wir den Flieger runterbringen, ohne Sie nochmal zu Wort kommen zu lassen? Der letzte Termin liegt in den Ferien. Die eben genannten Argumente gelten weiterhin. Halte ich nicht für sinnvoll, aber dann stützt das Ding. Okay. Das heißt aber nochmal, wir müssten dann dem Argument folgen, eben tatsächlich prüfen, ob am 8.7. Leute betroffen sind, ne? Die sozusagen Nutznießer der Regelung wären oder nicht, wenn dem so sein sollte, dass wir der Regelung folgen wollen. Denn wir wollen der Regel folgen, Toso, das ist keine Frage. Nur wenn niemand betroffen ist, könnten wir es auch stattfinden lassen. Das würde der Herr Kern prüfen. Ist das richtig, Herr Kern? Okay. Ja. Gut. Frau Brandt, dann habe ich mein Tagwerk an der Stelle erstmal verbracht. Okay. Gut, vielen Dank, Herr Lange. Danke Ihnen. Wir sind damit fertig mit dem Top und kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, der heißt Nachbesprechung Plenum. Diesmal sind wir ja zeitnah nach einem Plenum und dementsprechend frage ich, wer sich dazu äußern möchte. Ach so, Oliver hatte drunter geschrieben Blitzlichtrunde. Das war jetzt Olivers Idee. Dann sagen wir ganz schnell tschüss. Frohes Schaffen noch und bis die Tage dann. Ne? Tschüss. Ich habe die Meldung von Nico und dann von Oliver. Ja, ich würde dann einfach mit der Runde anfangen. Ich brauche nur einen Hinweis, wir hatten zwei Runden vereinbart, wenn ich das richtig sehe. Ja? Mit welcher soll ich beginnen? Nee, das ist nur das Erste. Also, ja, nicht andersrum? Nicht positiv ausgehen? Okay. Also ich Frage war, lauten dann, was ist gut gelaufen und dann was, auch was kann man okay. wiederholen und dann kommt die Runde, was sollten wir besser machen? Also was gut... Doch, bevor wir damit Moment, anfangen. Daniel hat da noch was... Nein, nee, das geht nur, wenn man nichts sagt, bevor wir damit anfangen. Das geht
die Sache funktioniert nur, wenn man nichts sagt, bevor wir anfangen. Und wir hatten das ja letztes Mal schon geklärt, wie das Verfahren läuft. Ich erteile jetzt Daniel das Wort. Ihr mögt mich steinigen können, aber haben wir uns tatsächlich auf das Verfahren geeinigt? Nein. Nein, okay. Danke. Ich bin immer froh, wenn das hat mich richtig erinnert. Yes. Das ist komisch, aber ist so. Ne? Ich gucke im Protokoll. Wer ist dafür, in der nächsten Sitzung eine Blitzlichtrunde als Nachbesprechung zu machen? Das waren 12 Leute dafür. Es ist gut, dann ist das also positiv abgestimmt. Das heißt, wir machen jetzt eine Blitzlichtrunde. Ich hatte das Gefühl, Nico stand so ein bisschen in den Startlöchern, dann würden wir dann einfach dann drei umgehen. Bitte. Dann nochmal, das war öffentlich, ja? Sicherheitshalber. Ja, das haben wir so abgestimmt. Wenn ich dazu sagen, hat mir Oliver gerade gesagt, dann tue ich das auch nicht, sondern fange dann mit dem was gut gelaufen ist, so damit. Gut gelaufen ist in meinen Augen die Sache, dass wir den Minister zur mündlichen Beantwortung im Plenum einer kleinen Anfrage zwingen konnten und ihn da ein bisschen ins Schwimmen gebracht haben. Ich denke, das ist ausbaufähig. Das war jetzt mehr als ein Satz, sorry. Gut gelaufen. Ich fand die Rede von Michelle zu Nebeneinkünften sehr gut, weil sie sehr deutlich, klar argumentiert war und einfach faktenbasiert war und wenig dagegen gesagt werden konnte von anderen. Ich möchte ganz ehrlich sagen, also die Performance von Frank, Schmerzen zu verursachen, Michelle, der Schmerzen verursachen kann, und Dietmar, der ganz eindeutig großartig Schmerzen verursachen kann, genauso weitermachen. Vielen Dank, weil dafür sind wir auch hier drin. Ich fand beide aktuellen Stunden gut. Natürlich unsere eigene, ist klar. Aber ich fand auch sehr gut, wie Dietmar, der jetzt gar nicht da ist, schade für ihn, wie Dietmar die Rede zur ersten aktuellen Stunde gehalten hat. Und natürlich Kais Einwurf, als es um den gemeinsamen Antrag ging, weil die FDP verteidigt hat. Deine Wort? Mikro. Also ich kann mich dem anschließen, was Olli gesagt hat. Letzte aktuellen Stunden haben wir uns ganz gut geschlagen. Ich war leider nur an einem der beiden Tage da, und was mir aufgefallen ist, dass wir zumindest so ein bisschen unsere Anwesenheit im Plenum verbessert haben. Ganz eindeutig das, was der Grumpy gesagt hat. Ein besonderes, ich bin gerade dabei, ich möchte das noch mal verstärken. Ein besonderes Highlight für mich war der Aufschlag zur aktuellen Stunde, die wir beantragt hatten. Atomenergie, Dietmars Rede. Ich habe dem Dietmar das auch schon gesagt. Ich bin im Großen und Ganzen, sagen wir mal, auf einer Zufriedenheitsskala von 0 bis 100 ist das letzte Plenum bei mir bei 80. Bei Hochschule sah es im ersten Moment nicht so gut aus, aber es gibt behind the lines ein Gesprächsangebot der SPD. Ja, wenn man nicht der Erste ist, ist das mit dem Neuen immer ziemlich schwierig. Deswegen nämlich das, was mir vor allem auch aufgefallen ist, ist die Sache mit der Anwesenheit, was ich wirklich sehr gut fand. Und ja, dann kann man jetzt eigentlich von außen geben. Ich habe von außen ziemlich ein Feedback bekommen, dass die Sache mit dem PCB gut angekommen ist. Vor allem die Performance, also jetzt das Zusammenspiel von dir, Lukas, am Anfang und danach dann nochmal du, Moni. Ich muss sagen, bei mir ist es gar nicht mal so, ich habe es nicht so richtig wahrgenommen, es ist aber von außen gekommen, das Feedback, und sehr wahrscheinlich ist es mehr dieses Gefühl, wenn man hier schon langsam drüber kotzt, über das Thema, weil es einem aus den Ohren rauskommt, kommt es langsam bei den anderen an. Es ist ja wahrscheinlich so. Harald, machst du bitte mal Stefan das Mikro? Ja, du machst ihm bitte das Mikro. Ja, danke. Ja,
Ich hab mir da jetzt so keine Gedanken gemacht, fand aber auch die Sache mit der von uns eingereichten Aktuellen Stunde, das ist, fand ich auch gut, das ist gut angekommen. Jetzt Dietmar, du, sag was. Erstmal positiv, ein Satz. Es geht jetzt ums Plenum, ne, und die Plenarwoche. Ja. Ich könnte jetzt das vorlesen, was ich in der kurzen Mail geschrieben habe, tue ich nicht, sage ich aber hier. Das ist ein Dank. Ein Dank an alle in der Fraktion, wo wir merken, ganz bewusst an alle, ja, insbesondere auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich glaube, wir haben in der letzten Woche einschließlich der Geschlossenheit der Fraktion sowohl innerhalb als auch außerhalb des Plenums eine super Leistung hingelegt, ein gutes Bild vor allen Dingen abgegeben, auch wenn nicht immer alle da waren im Plenum. Aber das kennen wir ja, das Thema ist problematisiert und wird sich auch nicht von heute auf morgen irgendwie ändern lassen. Aber dennoch, Dank an alle, war eine super Woche, auch wenn ich mich nicht so gut gefühlt habe, aber das ist eine persönliche Sache, sei es drum, hat aber nichts mit der Arbeit oder dem Plenum selbst zu tun gehabt. Und ja, fertig. Ach so, noch eins. bei der Abstimmung, bei einer Abstimmung eine leichte Verwirrung, weil ich ein bisschen mit den Händen gefuchtelt habe. Das war blöd, weil ich hatte eine ganz klare Abstimmungsempfehlung gegeben und war unkonzentriert in dem Moment, weil ich nämlich dort, was unüblich ist, eine Rede schreiben musste, die dann zu Protokoll gegeben wurde. Deswegen war ich total abgelenkt. Also falls ihr euch da irritiert gefühlt habt, und ihr wart es ganz offensichtlich, zumindest in Teilen, tut mir furchtbar leid, ist halt passiert, ist aber auch jetzt nicht irgendwie kriegsentscheidend gewesen, die Abstimmung. Dankeschön. Moni. Einmal das, was Lukas sagte, dass ich denke, dass mit der Anwesenheit ist ein bisschen besser geworden. Was ich auch finde, was sich so ein bisschen nach positiv entwickelt, ist, dass wir genauer darauf achten, wo wir klatschen können. Also wir müssten, das funktioniert immer besser, dass wir halt die Pause abwarten und die Redner machen halt zunehmend auch diese Pause, die wir brauchen, um zu klatschen. Manchmal ist das ja gar nicht möglich, weil die Leute so schnell reden, dass wir gar nicht dazwischen kommen. Ja. Ich kann jetzt auch nur wiederholen, also ist alles gesagt worden, aktuelle Stunden, PCB. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass jetzt die gesamte Fraktion auch irgendwie eine relativ gute Performance vorne am Pult hinlegt. Und das entspannt doch auch während der Plenartage. So. Ja, insgesamt finde ich, haben wir uns alle verbessert, keine Frage. Was ich vor allen Dingen bemerke, ist, dass wir nicht nur eine ganz gute Standard-Performance am Mikrofon da vorne am Pult hinlegen, sondern dass bei vielen inzwischen auch so ein bisschen Lockerheit dazukommt, sodass man vorne nochmal ein bisschen impulsiver, spontaner reagieren kann. Bestes Beispiel fand ich Moni nochmal mit dem Nachschlag. Das war eine ganz hervorragende Geschichte. Kai hat schöne Zwischenfragen gestellt. Die Zwischenfragen müssen wir da vielleicht auch nochmal ein bisschen intensivieren, weil die tun halt auch zwischendurch schon mal richtig weh. Da sind wir schon eher an den Punkt gekommen, wo wir so eine Punchline bei dem einen oder anderen Abgeordneten der anderen Fraktionen getroffen haben. Wenn jemand am Boden liegt, sollten wir vielleicht nicht mehr drauf rumtrampeln mit allen Mann. Das fand ich sogar schon ein bisschen unfair an Stellen. Nee, Golland war nicht, der war nicht dran, aber es gab da den einen oder anderen, die wirklich hilflos am Mikrofon waren. Ja, TTIP. Also da müssen wir auch einen Cut finden. Irgendwann geht es dann auch ins menschlich Böse. Das können die anderen gerne machen. Wir, finde ich, müssen das nicht unbedingt machen. Was allerdings trotzdem zeigt, was für eine großartige Performance da teilweise geliefert worden ist. Danke. Ja, jetzt hat der Thorsten alles weggenommen, was ich sagen wollte. im Grunde wollte ich auch, also das mit den Zwischenfragen fand ich auch richtig gut, dass da richtig tolle Fragen waren. Das mit den menschlichen würde ich aber auch so unterstreichen. Und ich fand auch ein paar Reden echt gut, also zum Beispiel von Michelle. Das sage ich jetzt nicht, weil wir uns vorhin gestritten haben, sondern hatte ich früher schon gedacht. Okay. Du sagst es trotzdem. Genau. Obwohl er mich schon mit dem Messer gebuttert auf Twitter.
Ja, um mal eine ganz konkrete Rede rauszunehmen, am Donnerstag hat mir Danebots Rede unheimlich gut gefallen. Er hat sehr viel Spaß gemacht, weil er auch ausgeteilt hat, dass und es war eben auch schön, es passte schön zusammen. Doch, das hat mir gut gefallen. Ja. Also ich finde gut, das mit den Nachschlägen, ich glaube, das sollten wir häufiger machen, dass wir die Reden nicht auf 5 Minuten terminieren, sondern vielleicht auf 4 oder 3,5 und uns ein bisschen Zeit überlassen, weil die Nachschläge, gerade nochmal auf die Minister einzugehen, häufig doch sehr wehtun können und auch die Minister ins Schwimmen bringen können. Ich fand gut zum Teil, das wird dann gleich in der zweiten Runde nochmal kommen, dass der Toso versucht hat, ein bisschen ins Reden zu kommen. Ich fand sehr gut übrigens, was vielleicht wenige gesehen haben, was am Stream auch nicht zu sehen war, dass der Toso nach dem beleidigten Kommentar von Minister Jäger trotzdem versucht hat, noch hinter ihm herzugehen und ihn zu fragen, was denn überhaupt los ist. Also ich glaube, viele hätten einfach gesagt, ist mir egal. Das fand ich recht gut. Und ich wollte noch sagen, dass es rhetorisch besser geworden ist, wobei ich mir wünschen würde, dass wir tatsächlich da noch 5 Schippen drauflegen. Ich glaube, gerade das mit der Schlagfertigkeit ist eine Sache, das hat auch mit diesen Nachschlägen zu tun und auch mit Zwischenfragen zu tun. Gerade diese Schlagfertigkeit ist eine Sache, die müssen wir unbedingt noch mehr draufkriegen, weil genau das ist es, was uns Aufmerksamkeit bringt. Ja, danke, Michelle. Dirk war nicht da. Ja, das mit den Nachschlägen war tatsächlich. Das mit den Nachschlägen war tatsächlich auch für mich der wichtigste Punkt. Dass halt Moni dann nochmal hinging und nochmal ordentlich ausgeteilt hat. Ich habe mir halt die Frage gestellt, auch während des Plenums, ob man dann nicht tatsächlich so ein Modell bauen kann, wo man erstmal eine sachliche Rede vorlegt und dann ein zweiter im Prinzip während des ganzen Blocks dann mitschreibt und dann nochmal hingeht und nochmal austeilt. Weil das hat an der Stelle wirklich sehr gut funktioniert und das habe ich ja vorher in einem Plenum auch schon mal gemacht und fand das eigentlich relativ erfolgreich. Noch herauszuheben, fand ich beide Reden zu unserer aktuellen Stunde von Dietmar und auch Danebot, wobei ich Danebot diesmal wirklich deutlich besser verstanden habe als sonst. Rauschunterdrückung. Nee, ich verstehe den Danebot im Gegensatz zu vielen anderen vielleicht auch. Also. Inhaltlich. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Ja, nicht die koksenden Manager, die meine ich nicht. Kann mir auch nicht, das ist ja geil. Mir hat besonders gut gefallen unser Aufschlag zum Abgeordnetengesetz und Transparenz in den Nebeneinkünften. Ich glaube, das ist auch der Punkt, der ja, wahrscheinlich mit Abstand das meiste Medienecho erzeugt hat, wenn ich das so richtig im Überblick habe, oder zumindest ein sehr ordentliches Medienecho. Vor allem aber, wo es uns tatsächlich jetzt dann doch gelungen ist, was ja zwischenzeitlich nicht so aussah, wo es uns doch gelungen ist, das Ding wirklich uns anzuheften. Also wo in fast allen Berichten tatsächlich dran steht, dass es die Piraten im Landtag sind, die hier mit dem Thema vorpreschen und Druck ausüben. Zwischenzeitlich sah es ja letzte Woche so aus, als könnte Rot-Grün das tatsächlich doch noch übernehmen. Aber so im Nachhinein, finde ich, hat das hervorragend geklappt. Und ich glaube, da hat Michel auch einen großen Anteil dran gehabt, weil auch da die Rede entsprechend gut war und die anderen, glaube ich, ziemlich gepiekst hat. Ja, vielen Dank. Jetzt machen wir noch eine Runde, was etwas suboptimal empfunden wurde. Ich würde, würde mir wünschen, dass wir das Plenarpad für abweichende Meinungen frühzeitiger nutzen. Da war das Thema der Schulsozialarbeit, wo recht frühzeitig eigentlich ein bestimmter Standpunkt vertreten wurde und dann erst dann doch einen Tag vorher da nochmal eine Diskussion dann
über die Mailingliste aufploppte. Da würde ich mir wünschen, dass wir das früher schon in der Vorwoche klären können oder zumindest den wesentlichen Diskussionsprozess da machen und nicht einen Tag vor oder während des Plenums. Ja, früher und begleiten, das ist auch mein Punkt, die Kremser Erklärung zum Beispiel, fand ich, die haben wir verschenkt. Die ist schlecht begleitet worden, die ist nicht gut präsentiert worden. Zum einen ist auch ein sehr, sehr komplexes Thema, aber sie ist halt auch im Vorfeld, also zum Plenartag nicht begleitet worden. In der Presseübersicht war sie meiner Meinung nach nicht drin. Sie ist auch nicht gut gelaufen bei den Reden. Also das ist ja, ein verschenkter Punkt, eigentlich sehr schade, weil gerade wegen Open Data, Open Government hätten wir da noch mal viel mehr rausholen können, finde ich, mit anderer Vorbereitung. Mehrere kleine Verbesserungspunkte, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dass wir die hier so auswalzen, dass man das Gefühl kriegt, irgendwie, dass wir da großartig missgebaut hätten. Nee, also von daher, von meiner Seite aus nicht heute. Ach, ich will die auswalzen. Einmal, das kommt bestimmt nachher nochmal, die namentlichen Abstimmungen sollten wir intern besser kommunizieren, gerade wenn wir sie selber beantragt haben. Und ich möchte eine Sache zum Klatschen sagen. Pausen machen, ja, aber was wir noch besser machen können, ist dann vor den Pausen auch was zu bringen, inhaltlich, wo man klatschen kann. Stimme heben ist nicht schlecht, aber nur ein Beispiel, wenn ich sage, und die Landesregierung tut überhaupt nichts und lässt die Hundewelpen sterben. So, und ich mache dann eine Pause, dann klatsche ich doch nicht. Ich bin doch nicht dafür, dass die Hundewelpen sterben. Wenn ich aber sage in der Rede, die Landesregierung tut gar nichts und lässt die Hundewelpen einfach sterben, das können wir nicht zulassen, dann kann ich klatschen. Kann doch nicht sein. Danke, Herr Klatsch. Also mir ist jetzt nichts Besonderes aufgefallen, was jetzt besonders schlecht gelaufen wäre und was ich jetzt erwähnenswert fände. Ich glaube, ich habe auch nichts Neues. Ja, nur zwei Kleinigkeiten. Das mit der Rhetorik ist auch durchaus ausbaufähig. Und das Zweite, ich bemühe mich fleißig und intensiv, das Redmine-Abstimmungstool zu nutzen und kämpfe immer wieder damit und finde auch im Moment des parlamentarischen Prozesses ist einfach hinderlich, dieses Rumgescrolle und dann, also irgendwie bin ich der Meinung, man könnte das, wenn es irgendwie geht, Frage an die IT, noch benutzerfreundlicher gestalten. So richtig mir hängen geblieben, wirklich jetzt als schlecht oder das, was ich sagen würde, was hätte besser laufen können, ist wirklich, ich fand es manchmal ziemlich traurig, dass an Stellen, wo geklatscht hätte werden können und wo auch der Redner eine Pause gemacht hat, das nicht geschehen ist. Ich muss sagen, bei mir fand ich es dann teilweise verwirrend vorne und dann wird an irgendeiner Stelle geklatscht, wo ich es auch nicht erwartet habe. Ja, es ist auch manchmal dann verwirrend. Ein Vorschlag, eine Idee vielleicht, weil das läuft ja sowieso über Initialklatschen. Wenn einer loslegt, folgen ja meistens die anderen. Ob man das nicht eventuell wirklich vorher, es muss ja nicht mit allen abgesprochen sein, sondern da muss man ja nur einen oder zwei Leute haben, die wissen, an welchen Stellen man es zumindest sich vorstellen kann oder sich wünscht, dass geklatscht wird und dass man das vielleicht dann irgendwie hinkriegt. Also jeder wird ja wohl so die einen oder anderen haben, mit dem man das absprechen könnte. Ich werde es auf jeden Fall demnächst versuchen. Ja, also negativ, ne, war das jetzt irgendwie, oder was man verbesserungswürdig... Konstruktiv, ja, mein Gott, wir sind ein Team, ihr wisst, ich mache das mit dem Team gerne und individuelle Fails gibt es und ja, es gibt auch Holprigkeiten. Ich denke, alles, was hier negativ zu bemerken wäre, können wir als Team genauso gut auch abfedern, das müssen wir einfach schlucken können. Und ansonsten, was diese Klatschereigeschichte angeht, ja,
Manchmal, gerade wenn es dann so gegen 10 Uhr geht oder 9 Uhr abends, dann wird natürlich auch so ein bisschen eher nur zugehört und das ist dann so eine Besinnlichkeit, die dann Einkehr hält, ist auch schön. Ich weiß nicht, wie man es handhaben soll. Es ist sicher, eins möchte ich dabei wieder bei dem Negativen, was hier so hervorgehoben worden ist, dieses Klatschens auch positiv hervorheben. Unsere Redebeiträge, wie auch immer sie ein bisschen Vortragscharakter manchmal haben, sind aber sehr interessant und man hört gerne zu. Ja? Man hört zu und interessiert zu und sehr konzentriert zu. Und sie sind nicht unbedingt reißerisch und auf Applaus gerichtet. Das finde ich nicht so ganz negativ, wenngleich ich natürlich auch durchaus der Befürworter einer flammenden Rede bin und auch einer solchen, die am besten noch Tumulte hervorbringt im Plenum. Das ist für mich natürlich das Größte. Und vielleicht können wir ja schaffen, dass wir das alle so ein bisschen so mit dieser Attacke-Nummer in der Redepraxis nochmal üben oder vielleicht in der Zukunft noch verstärken. Danke. Stefan? Ja, also ich gehe normalerweise davon aus, dass man schon aus dem Kontext der Rede weiß, wann geklatscht wird, wenn man eine Pause macht. Dass man da irgendwelche Absprachen braucht, das halte ich eigentlich für überflüssig. Da sollte man vielleicht auch besser mal zuhören dann. Und ansonsten kann ich auch dem Dietmar nur zustimmen, dass man also vielleicht hin und wieder auch mal den ein oder anderen Tumult oder einfach nur Zwischenrufe provozieren kann. Ja, ich wollte das vom Olaf nochmal aufnehmen. Das fand ich eigentlich auch ganz gut. Es reicht ja einfach, wenn du deine Rede, die meisten haben die ja geschrieben, einfach einen weitergibt und einer kann die mitlesen, wenn man das markiert hat und einer fängt an zu klatschen, wie du es sagst, klatschen die anderen ja mit. Kann ja auch jeder handhaben, wie er will. Ich habe einen Kritikpunkt. Es gilt ja seit letztem Plenum ein anderes Abstimmungsverfahren. Das heißt, es werden nicht mehr Beschlussempfehlungen aus dem Ausschuss abgestimmt, sondern der Inhalt des Antrags selber. Und ich würde mir wünschen, dass solche Informationen auch an die Fraktion getragen werden. So, bei der negativen Runde möchte der Ingo auch mal kurz das Wort. Aber auch nur deswegen, weil ich bei der positiven übergangen worden bin. Natürlich möchte ich an der Stelle noch die Gelegenheit nutzen, zu sagen, im Prinzip hat die Zuarbeit letzte Woche tatsächlich sehr, sehr gut geklappt. Wir hatten eine sehr große Medienresonanz zu verschiedenen Themen, angefangen von der Oppositionsklage, dann halt eben über das schon erwähnte Transparenzthemen und so weiter und so weiter. Dennoch möchte ich die Gelegenheit nutzen, nochmal zu erwähnen, dass es doch erheblich einfacher ist, in der Pressestelle zu arbeiten, und zwar effektiv und gut zu arbeiten, wenn die entsprechende Zulieferung besser wäre. Also es gibt so Schlagworte wie Zusammenfassung, Statement, es gibt Redentexte vorab an die Pressestelle, es gibt das Angebot, Videos zu erstellen. Wenn sich alle MDLs an allen diesen Angeboten bedienen würde, wäre das total dufte und dann könnten wir noch schlagkräftiger in den Medien sein. Ich finde es halt ein bisschen halbherzig, auf der einen Seite die Zulieferung relativ gering zu halten und auf der anderen Seite ganz laut dabei zu sein, wenn es heißt, warum berichten die Medien nicht über uns, was tut eigentlich unsere Pressestelle. Wir würden gerne viel mehr machen und ich würde viel lieber viel mehr Informationen auch im Vorfeld von so einer Plenarsitzung an Journalisten herausgeben und Tipps geben nach dem Motto, hey, da ist eine total spannende Rede und so, Dialog mit dem Journalisten führen, kann ich aber nur, wenn ich vorher weiß, was ihr sagen wollt. Deswegen da nochmal der Appell, bitte intensiviert so ein bisschen den Kontakt zu der Pressestelle im Rahmen von euren eigenen Reden. Das ist nicht, weil ich euch gängeln möchte, sondern einfach nur, weil ich eure Inhalte nach draußen geben möchte. Danke. Auf hohem Niveau. Ein oder zwei haben vorhin gesagt, das mit der Anwesenheit ist besser geworden. Ich finde aber immer noch, ich weiß, es gibt Außentermine und, das haben wir schon alles tausendmal besprochen. Wenn wir aber eigene Anträge haben und da vorne ist ein Redner und es sind zwei oder drei nur noch von uns 19 da, dann finde ich,
finde ich das ziemlich scheiße einfach irgendwie. Weil allein irgendwie vom Klatschen her klingt das dann auch sehr erbärmlich, wenn da zwei oder drei Mannequin klatschen. Und wenigstens bei eigenen Anträgen, bei den eigenen Rednern sollte man doch irgendwie schauen, irgendwie, dass wir eine größere Anwesenheit bekommen. Ich finde das nach wie vor nicht zufriedenstellend. Danke. Ja, zwei, drei Punkte. Zum einen, was Moni sagte, wenn sich da Änderungen in irgendeinem Modus ergeben, dann müssen die entsprechend aus der Vorstands-PG-Runde, wo auch immer die entstehen, schon an die Fraktion gegeben werden. Das, sonst ist das so ein bisschen überraschend. Nächster Punkt, die Vorbereitung dieser Plenarphase beinhaltet ja auch, dass wir verhandeln müssen, um welche Uhrzeit unsere Anträge behandelt werden. Und da müssten wir echt mal so ein bisschen eine Priorisierung festlegen, weil wir schon davon ausgehen können, wenn wir den letzten oder vorletzten Antrag am letzten Tag haben, dann wird der Druck, den nicht zu besprechen, sehr groß sein, immer. Da müssten wir dann halt für uns priorisieren, ob wir diesen Antrag dann an der Stelle wirklich machen wollen oder ob wir dann sagen, nee, den verschieben wir lieber noch im Plenum, um einen besseren Termin zu kriegen. Oder wir verhandeln, müssen vorher die Maßgabe so mitgeben zum Verhandeln, dass das nicht geht, dass wir den so spät nicht besprechen können. Na, das müssen wir dann halt mitgeben, demjenigen, der es verhandeln muss. Das muss eine Priorisierung sein, die bei uns stattfindet. Nächster Punkt, den ich eben bei positiv vergessen habe für uns, deshalb richte ich es jetzt als negativ für andere Fraktionen ein. Ich finde von uns immer gut, wenn wir bei guten Beiträgen anderer Fraktionen klatschen. Ja. Das könnten die anderen Fraktionen noch mehr machen, finde ich. Um das jetzt negativ. Ja, aber noch wenig, finde ich, lieber. Langsam wird es besser, wirklich. Also speziell bei den Grünen finde ich das langsam besser. Opposition? Ja, nun, aber trotzdem. Wir machen ja das mit der Sachpolitik. Ne? Und ich glaube, da haben wir ja auch schon ein bisschen zum Ende, zu einer Änderung in der Kultur beigetragen. Ich habe gerade keine Ergänzung. Entschuldigung. Ja, außer Selbstkritik hätte ich jetzt auch nichts zuzutragen. Michelle? Ja, zu dem ganzen Klatschen kann man positiv hervorheben. Immerhin klatschen wir auch nicht bei den anderen so viel. Von daher fällt das vielleicht auch nicht auf, dass wir bei uns nicht klatschen, um das mal auf Toso zurückzuführen. Nein, also ich habe drei Dinge tatsächlich, die auch teilweise schon gesagt wurden. Am meisten, was mich natürlich sehr verstört hat, war das mit dem Abstimmungsverhalten, gerade weil es bei der Kremser Erklärung war, weil ich davon überhaupt nichts wusste. Und die Präsidentin fängt so einen Satz an mit, Sie haben ja alle schon gehört, dass wir das jetzt anders machen. Da habe ich gedacht, wie, was passiert denn jetzt? Ich hoffe, dass wir das jetzt verinnerlicht haben alle, dass es jetzt anders läuft. Ich fand mit diesem Klatschen, ich muss da der Moni zustimmen, was mir geholfen hat, ist tatsächlich, wenn es Reden gibt, die schwierig sind, einfach dem Nachbarn einen Zettel in die Hand zu drücken, wo man Stellen markiert hat, wo man gerne hätte, dass die anderen klatschen. Das führt sich dann auch zurück auf das, was der Olli sagt, nämlich, dass man sich dann Gedanken macht, an welcher Stelle denn so ein Klatschen auch überhaupt vorkommen kann, nämlich, dass man die Rede dann auch so schreibt, dass man eben nicht schreibt, Hundebabys werden getötet. Und das Letzte ist, und dann führe ich das wieder zurück auf den positiven Punkt von vorhin, mit der Redezeit, wenn wir tatsächlich uns ein bisschen Zeit überlassen wollen, sollten wir bei dem Selbstvorlesen im Büro vielleicht so ein paar Sekunden Klatschzeit auch mit einrechnen, weil sonst wird man regelmäßig von der Zeit etwas überrascht. Klatschen muss bei dir nicht. Das war's. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es schon gesagt wurde, aber mit der namentlichen Abstimmung ist das schon gewesen? Okay. Dann hab ich hier selber die Frage stehen, sind unsere Reden manchmal zu sachlich? Ist auch? Okay, danke. Wer hat das Pad sonst noch gelesen? Danke. Total erschüttert in der anderen Fraktion. Ja, dann habe ich nichts. Ja, so ein bisschen das, was Stefan, glaube ich, eben gesagt hatte. Also das mit dem Klatschen und sowas. Also wir brauchen keine Zettel verteilen in der Fraktion. Wir brauchen auch nicht Anweisungen geben oder irgendwie so Klaköre oder sonstiges haben. Wenn man Elektroschocker wären auch ganz schön.
wenn wir tatsächlich ein bisschen dem Reden, ja, natürlich kann man besser reden, das ist halt der eine Punkt, da gibt es sicherlich an ganz vielen Stellen was zu verbessern oder bei uns allen was zu verbessern, aber was wir alle machen können, ist halt tatsächlich einfach besser zuhören, unseren eigenen Rednern. Und wenn wir den Rednern zuhören, dann wird man auch die Stelle finden, an der man klatschen kann. So zum Beispiel jetzt. Ja. So, vielen Dank. Das war die doppelte Blitzlichtrunde, wenn ich jetzt keine weiteren Meldungen habe, was aber eigentlich nicht geplant ist und der Michel mich eben noch ausreden lässt, dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt eine Pause machen bis 11.50 Uhr und dann machen wir noch einen letzten öffentlichen Punkt, Jaroslav, und danach gehen wir dann in den nicht öffentlichen Teil. Also Pause bis 11.50 Uhr. So, wir haben 11.50 Uhr, wir sind beschlussfähig, dementsprechend setzen wir die Fraktionssitzung fort. Wir kommen zu Top 6. Organisation der Vorstandswahlen am 27. Mai. Gibt es dazu was zu sagen? Moni. Erstens finde ich das von der Formulierung, ist das jetzt ein Beschluss des Vorstands oder ein Vorschlag? Oder da steht ja irgendwie nur, dass das organisiert wird. Ich habe gestern Morgen mit Joachim lange geredet, wir haben gerade noch mal geredet. Ich fand das letztes Jahr schon suboptimal, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ich hätte letztes Jahr schon gerne gesagt, warum ich das weitermachen möchte. Ich hätte gerne ein paar Punkte gehört von anderen, warum sie das machen möchten, nicht machen möchten. Ich möchte, egal wann das passiert, in einem nicht öffentlichen Teil Fragen stellen können. Ich möchte selber, wenn ich kandidiere, gefragt werden können. Ich möchte gerne sagen, warum ich das mache oder nicht mache. Und insofern halte ich den Termin nächste Woche für nicht gut. Ich hatte ja vorgeschlagen, schon bei mehreren, dass wir die Klausurtagung dafür nutzen können, nicht ausgiebig, man muss das nicht stundenlang betreiben. Ich fände eine Stunde gut, wenn wir die da einrichten könnten. Ich fände es auch gut, wenn Frau Terlinden dabei wird. Soll auf gar keinen Fall irgendwie was um dreckige Wäsche waschen oder sowas gehen. Aber ich würde gerne im Vorfeld darüber sprechen wollen. Und ich persönlich werde, ich werde keinen wählen, dem, wo ich nicht die Chance habe, nachzufragen, warum er das tun will, wie das auf Landes- und Bundesebene üblich ist, dass man Nachfragen stellen kann, dass einer sich vorstellt, dass einer sagt, warum er das machen will. Und daneben persönlich muss ich noch sagen, dass ich nächsten Dienstag auf dem Inklusionskongress bin. Und auch daher für mich der Termin dann extrem ungünstig ist. Dietmar. Ich hatte vorhin ja schon mal angedeutet, dass ich den 17. Juni für einen guten Termin halte. Erstmal ist das eben nach der von uns geplanten Klausurtagung, und da bin ich ganz bei Moni, da bietet auch die Klausurtagung unsere nochmal die Möglichkeit, untereinander einiges vielleicht auch klarzustellen, klarzurücken, nachzufragen, bilateral oder auch in der Gruppe zu sprechen. Denn das, was künftig sein wird, ist ja auch unser internes Fraktionsding, muss von allen getragen werden, sinnvollerweise. Den Termin nächste Woche, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn der zur Rede steht, das wäre dann, glaube ich, der 27. Mai, halte ich auch für ungünstig. Erstens ist da, wenn ich das richtig betrachte, Antragsdienstag. Wir haben eine Woche darauf die Plenarsitzung. Ja, das dazu. Mehr sage ich dazu eigentlich nicht. Lukas? Ich verstehe den Wunsch, dass man sich mit den Kandidaten nochmal irgendwie auseinandersetzen muss. Gleichwohl gibt es ein sehr berechtigtes Interesse, die Vorstandswahl ja, so schnell wie möglich über die Runden zu bringen. Das hat natürlich mit der Berichterstattung zu tun. Egal, wie die Vorstandswahl ausgehen wird, egal in welcher Form es Änderungen oder Nichtänderungen ausgeben wird, darüber wird berichtet. Und diese Berichterstattung haben wir nicht in den Händen. Wir können nicht verhindern, dass dort natürlich Geschichten generiert werden, dass dort versucht wird, Aufhänger zu machen. Aus der Erfahrung der letzten zwei Jahre muss ich auch sagen, dass es natürlich nicht zu unserem Vorteil gemacht wird.
die Intention dahinter, die Vorstandswahl jetzt zeitnah über die Bühne zu bringen, ist halt ganz einfach, dass die mediale Berichterstattung nach der Kommunalwahl, nach der Europawahl einen anderen Fokus hat. Insofern würden wir mit einer, wie wir uns ja selbst festgelegt haben, ganz normalen Vorgehensweise, nämlich den Vorstand jährlich zu wählen, eben kein mediales Karussell befeuern, sondern würden halt tatsächlich aus medial-taktischen Gründen das halt eben in den Schatten stellen und es einfach durchziehen. Dietmar und dann Michelle. Danke, Lukas, für den Hinweis auf die mediale Wahrnehmung. Ich sehe das ein bisschen anders. Wenn ich das richtig verstanden habe, bitte korrigiere mich, sagst du, wir laufen dann so ein bisschen unter dem Radar, weil die Berichterstattung nächste Woche eine andere sein wird und von daher wird das nicht so ein großes Thema. Dazu muss ich sagen, wir haben in NRW dann auf lange Sicht erstmal keine Wahl mehr und von daher ist es eigentlich aus meiner Sicht Wumpe. Da mag dann auch gerade die Wahl oder beziehungsweise die Aufnahme in die Berichterstattung, und zwar die, nennen wir es mal, exklusivere Aufnahme in die Berichterstattung, durchaus auch positiv wirken können, anstatt dass sie umgekehrt unter den Tisch fällt und so einfach so unterm Radar langläuft. Also das wäre meine Meinung zu dieser Frage. Michel. Ja, ich habe zwei Sachen. Erstens Antragsdienstag, das wurde schon gesagt, das halte ich für unglücklich, ist die Wahl an einem Antragsdienstag zu machen, weil wir wissen, die Wahl dauert einen Tag, beziehungsweise sagen wir es anders, die Wahl dauert relativ lange und es ist schwierig, wenn wir wirklich lange auch noch diskutieren sollten über Anträge, wenn da noch was zu ändern ist und so. Wir hatten beim letzten Mal fast 2 Stunden über Anträge noch geredet, wenn wir uns dann hinsetzen und eventuell nur so eine in Anführungszeichen halbe Wahl hinkriegen oder sogar, wir alle wissen, 13:30 wollen alle gehen, dass das sich dann weit nach hinten schiebt, ist das eine. Und das andere ist, ich verstehe das Argument tatsächlich zu sagen, lass uns das machen in seiner gewohnten Regelmäßigkeit. Die wäre allerdings im Juni zu wählen, weil wir bis jetzt nicht im Mai gewählt haben, sondern die erste Wahl war Anfang Juni, die zweite war Anfang Juni. Ja, man könnte da jetzt natürlich mit dem gleichen Argument sagen, lass uns im Juni wählen. Ich halte es durchaus für sinnvoll, was vorhin gesagt wurde, was Moni da vorgeschlagen hat, dass man sagt, lass uns auf der Klausurtagung miteinander reden und lass uns da, lass auch die Leute sich vorstellen und so weiter und so weiter. Jeder wird sein Programm haben, jeder wird, das hat ja auch Steffen Hagen festgestellt, jeder hat so sein Gefühl, wie er die Welt hier verbessern kann. Ich würde das auch gern von den Leuten hören, die sich da zur Wahl stellen. Joachim? Ja, ich muss sagen, ich halte Lukas' Argument durchaus für valide. Ich bin gestern so ein bisschen hin und her geschwankt und für mich zu folgender Schlussfolgerung gelangt, die man vielleicht überschreiben könnte mit so zügig wie möglich und so gelassen wie nötig. Ich halte es für sinnvoll, dass wir vorher in der Fraktion nochmal sowas wie eine Aussprache machen, vielleicht mit Kandidatenvorstellungen. Möchte aber ungern, weil ich sehe, dass Prozesse angestoßen sind, jetzt durch die GfK und im Nachklang dazu, die ganze, ich befürchte einfach, dass die Fraktionsklausur wieder dazu führt, dass wir in erster Linie um uns selber kreisen, anstatt auch mal ein paar andere Dinge in Angriff zu nehmen. Das möchte ich mal in den Raum stellen. Ich habe den Terminkrempel natürlich vorhin mitgekriegt. Die Frage wäre tatsächlich, ob sowas wie eine Aussprache außer fraktionssitzungsmäßig vorher noch möglich wäre, sodass wir das dann, wie Michel gerade gesagt hat, Anfang Juni durchziehen können. Moni? Ja, ich habe das ja gerade deutlich gesagt, eine festgelegte Zeit über eine Stunde. Und ich finde es einfach auch wichtig, dass die Frau Terlinden dabei ist. Ich glaube, das hat sich ja immer wieder mal gezeigt, dass es ansonsten doch schwierig wird. Ich möchte das nochmal so für mich sagen. Ich brauche persönlichen Klärungsprozess für mich, ob ich mich bewerbe. Und dafür brauche ich Zeit, um zu sagen, was ich denke. Und ich brauche dafür ein Feedback zu. Und deshalb ist das für mich wichtig. Und ich kann nicht einfach jetzt hergehen und den Finger heben. Und ich finde, es ist noch so viel im Unklaren. Ich habe ja damals auch gesagt, warum ich das nicht mache. Und da sind immer noch Dinge offen.
Und insofern kann ich jetzt nur für mich persönlich sprechen, dass das für mich sehr wichtig wäre, so einen Moment zu haben, wo wir intern nochmal miteinander reden könnten. Oliver. Na, ich war bisher davon ausgegangen, dass wir eigentlich turnusmäßig im Mai wählen. Jetzt frage mich aber nicht, wieso. Ich habe tatsächlich nicht nachgeguckt. Ich hörte immer Vorstandswahlen im Mai. Weshalb für mich der 27. Mai der natürliche Termin war. Und ich einen Antragsdienstag finde ich auch jetzt nicht besonders tragisch. Wir haben ja die Sachen immer auf den Freitag gelegt. Und haben auch die letzte Vorstandswahl war eine von den Dienstagen nach Monaten der Terminauslastung, wo wir früher fertig waren. Was ich allerdings keinesfalls und deshalb meine Meldung möchte, ist, dass wir auf der Klausurtagung uns nur mit den Vorstandswahlen beschäftigen, beziehungsweise dass das einen großen Raum einnimmt. Also ich würde es am liebsten ganz aus der Klausurtagung raushalten, um auf der Klausurtagung, ich sage es jetzt mal grob, was Konstruktives zu tun. Wenn, dann sollten wir das wirklich sehr klar begrenzen und vielleicht auch diese Runde, also wenn wir das wirklich tun wollen mit dem 17. Juni, auch diese Runde über die Vorstandswahl vorbereiten und organisiert dran gehen und nicht sagen, so, jetzt machen wir eine Stunde Diskussion, das wären dann fünf und führt uns, glaube ich, dann am Ende vielleicht doch zu nichts. Also ich möchte schon Wert darauf legen, dass wir die Klausurtagen auch wirklich gut nutzen. Das wäre mir ein großes Anliegen. Lukas, ist das eine Meldung, Dietmar, oder ist das ein Krampf? Ich möchte noch ein anderes Argument aufführen, was halt für eine möglichst zügige Vorstandswahl spricht. Das ist nämlich die Tatsache, dass sich hier natürlich wie jedes Jahr, jedes Mal, wenn es zu einer Vorstandswahl kommt oder wenn halt eben dieser Termin näher rückt, eine deutlich spürbare Unruhe in der Fraktion, in Kreisen der Mitarbeitenden breit macht, was keine schöne Situation ist. Und da würde ich wirklich darum bitten, alle daran mitzuarbeiten, dass wir so schnell wie möglich unter Beachtung von halt eben einer Aussprache dann halt eben diese Vorstandswahlen über die Bühne bringen, denn diese Situation des Nichtplanbaren, könnt ihr mir vielleicht erzählen, vielleicht habt ihr ja wertvolle Beiträge oder sowas, das ist ja super. Okay, muss nicht Mai sein, kann auch Anfang Juni sein, aber ich plädiere auf jeden Fall und appelliere an euch, das halt irgendwie so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen, denn diese Unsicherheit in dem Mitarbeiterkreis ist nicht schön. Dietmar. Also ich habe gerade ein bisschen den Eindruck, als ob unsere Vorstandswahl, egal wann sie jetzt in den nächsten Wochen stattfindet, irgendwie wie so ein Vulkanausbruch mit furchtbar viel Lava und Glut hier über die Fraktion bricht und oder so. Also der Eindruck entsteht, wenn man das hört. Und ganz ehrlich, Olli, ich musste das sagen. Die Klausurtagung, da dreht sich auch vieles um uns selbst. Und ja, der Fraktionsvorstand ist nun mal ganz wesentlich für unsere Darstellung innerhalb der Fraktion, wie aber natürlich auch im Außenverhältnis. Und es gibt dementsprechend, gerade auch was die Sprachrohre angeht, die dort gewählt werden, fast nichts Wichtigeres als die Vorstandswahl, wenn wir denn dann darüber reden innerhalb der Fraktionsklausur. Und sei es drum, wenn das ein Tag ist, halte ich das für absolut konstruktiv, für sehr konstruktiv sogar, wo nämlich auch vielleicht vieles mal aus- und angesprochen werden kann, nicht was die Frage von Verantwortung angeht, aber was die Frage von Performance angeht und so weiter und so fort, spielt alles eine Rolle, menschliches spielt auch eine Rolle. Aber eine Eile, dass jetzt eine Eile geboten ist, weil irgendwie Unruhe in den Mitarbeiterkreisen herrscht, ich sehe jetzt, was bevorstehende Vorstandswahlen angeht, keine Unruhe. Ich sehe sie einfach nicht. Vielleicht, nee,
Nicht wegen des Vorstands oder wegen der bevorstehenden Vorstandswahl. Das ist dann so, wenn es nächste Woche ist. Jetzt könnte man sagen, ja gut, machst du was nächste Woche machen, ist die Unsicherheit oder sind irgendwelche Gespräche vorab abgekürzt oder erledigt. Aber es wird dadurch nicht, erstens nicht befeuert, wenn jetzt auch über, wir haben nächste Woche einen Brückentag, dann ist Pfingsten und all solche Geschichten und dann gibt es auch noch Urlaubszeiten und Brückentage, wenn ich so die Urlaubsanträge, die mir auf dem Tisch flattern, sehe. Viele sind auch gar nicht da und machen eben Teilurlaube, wie auch immer. Also ich habe diese Bedenken ehrlich gesagt nicht. Michel? Es wurde gesagt. Toso? Ich möchte auf Lukas' Argument eingehen zu den Mitarbeitern. Wir haben ja hier in unserer Satzung nicht geregelt, dass wir einen festen Ablauf der Vorstandstätigkeit haben. Und solange halt niemand zurücktritt, bleibt der Vorstand ja im Amt. Also für die Mitarbeiter ist weiterhin alles geregelt. Wann jetzt die Vorstandswahlen stattfinden, kann dem Mitarbeiter im Endeffekt Wumpe sein, weil es wird weiterhin eine Vorstandstätigkeit geben. Da gehe ich doch einfach mal fest davon aus. Also es gibt da keine Zeit, die in irgendeiner Form zu überbrücken wäre oder sowas. Und ob wir jetzt diesen Monat oder nächsten Monat wählen, Wumpe. Also für die Mitarbeiter an der Stelle. Toso, es geht hier nicht um eine reine Funktion, sondern es geht hier auch um die zwischenmenschliche und persönliche Komponente. Aber ich glaube, das muss ich dir nicht erklären. Okay, ich glaube, dass jetzt wiederholen wir uns. Ich wäre einfach dafür, die Termine abzustimmen und zu gucken, wann wir das machen wollen. Und dann sind wir, glaube ich, mit dem Thema durch. Genau, ich habe jetzt noch zwei auf der Rednerliste, das sind Daniel und Michelle, dann sind auch die 15 Minuten um und dann würde ich das auch gerne abstimmen lassen. Dann ist jetzt der Daniel dran, bitte. Dann ist jetzt der Michelle dran. Ich möchte noch anfügen, dass ich überlege, ich möchte das zumindest in den Raum geschmissen haben, dass wir nicht nur nicht öffentlich diese Vorstellungsrunde machen, sondern dass wir, die Berliner haben es gerade vorgemacht, eine öffentliche Runde machen, wo jeder, ich habe das ja gerade schon mal gesagt, so sein Programm vorstellt und so. Ich fände es äußerst uncool, wenn wir dafür die Schotten dicht machen würden. Weil wenn es wirklich nur ums Vorstellen geht, das kann man durchaus öffentlich machen. Prima, damit ist die Rednerliste auch durch. Ich habe das jetzt so verstanden, dass wir zwei Terminvorschläge haben für die Vorstandswahlen. Der erste ist der 27. Mai, der zweite ist Dienstag, der 17. Juni. Wenn niemand was... Der 3. Juni ist der Dienstag vor Plenum. Gut, es gibt also drei Terminvorschläge, und zwar den 27. Mai, den 3. Juni und den 17. Juni. Wenn ich da keinen Widerspruch sehe, würde ich das in dem Approval jetzt abstimmen lassen. Das wissen wir, ja. Gut. Also stimmen wir... Approval, habe ich gerade gesagt. Dann stimmen wir jetzt zunächst ab. Wer ist dafür, am 27. Mai den Vorstand zu wählen? Den bitte ich um das Handzeichen. Lass bitte die Händchen oben, damit mitgeschrieben werden kann. Ich habe ja jetzt noch runtergeschrieben, wann die Vorstellungsrunden sind. Das haben wir jetzt aber nicht mehr. Hast du den Stefan? Gut, wer ist für den 3. Juni? Das Video nochmal an. Wer ist für den 17. Juni? Das Video? Du hast mich wieder zu euch. Macht Sinn. Doch, geht, aber. Das ist auch der Anspruch nach uns beraten. Einzelbild vorne. Ja, okay. Blöd ist denn das Bild nur so schwierig? Gestaltet ihr auch mal den Vorschlag gemacht? Nee, du hast mich übersehen. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Da
Damit haben wir eine große Mehrheit für den 17. Juni und damit machen wir eine Vorstandswahl am 17. Juni. Ja, war mal ein Feiertag, geht jetzt wieder an. So, damit ist der öffentliche Teil dieser Fraktionssitzung beendet und wir kommen in den nicht öffentlichen Teil. Deshalb vielen Dank an unsere Mitarbeiter. Und kommen wir heute noch wieder zurück? Wir kommen heute nicht mehr zurück. In den Stream. In den Stream.